Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag 8:50 Uhr und es ist wieder mal Hypermedia 2 Zeit. Wir haben wieder zwei spannende Themen vor uns. Und zwar geht es heute um einerseits Datum und Zeit. Das ist so ein Kombipaket. Ja. Und das zweite größere Thema sind Grafiken, serverseitige Grafiken. Das heißt, wie gehe ich mit Grafikfiles um? Wie kann ich die online entweder on the fly erstellen oder wie kann ich sie auch manipulieren? Das sind so Tasks, die man relativ oft benötigt. Und darum werden wir sie uns einfach anschauen, weil das in sehr, sehr vielen PHP-Applikationen einfach vorkommt. Ja, Datum und Zeit, das ist so unser erstes Thema. Das sind wichtige Dinge, die irgendwie fast jede PHP-Applikation benötigt. Das kann sein, weil ich irgendwie den Zeitpunkt eines Forenpostings, das ich gerade erstelle, kennzeichnen will. Das kann sein, weil ich irgendwie die genaue Zeit, in der ein User oder eine Userin das letzte Mal angemeldet war, festhalten muss. Das kann darum gehen, wenn es um die Berechnung eines Zeitraums geht. Das heißt, wie lang ist zum Beispiel etwas gültig oder so. Oder ich möchte eine Online-Reservierung durchnehmen oder was auch immer. Vielleicht geht es einfach nur darum, die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen. Ja. Das klingt alles relativ trivial. Allerdings steckt da schon ein bisschen was dahinter, beziehungsweise man sollte, wenn man mit diesem Thema Zeit und Datum arbeitet, sich nicht auf irgendwelche selbstgebackenen Lösungen einlassen, sondern die Devise muss in dem Fall lauten: Don't do it yourself. Also, Don't do it yourself soll nicht heißen, man soll die Finger davon lassen, sondern man soll nicht selbst irgendwelche Zeit- und Datumsklassen implementieren, sondern PHP hat da schon sehr, sehr gute vorbereitete Systeme und Klassen am Start, die auf jeden Fall empfehlenswert sind. Denn es ist ja so, die Arbeit mit einem Datum oder mit der Uhrzeit ist eine komplexere Thematik als einfach nur die Ausgabe von ein paar Zahlen und Zeichenketten. Ja, man darf nie vergessen, wir haben über die Erde hinweg viele verschiedene Zeitzonen, wir haben viele verschiedene Zeit- und Datumsformate. Also jeder schreibt oder stellt sein Datum irgendwie anders dar, ganz gerne in den verschiedenen Kulturkreisen. Wir haben so Dinge wie Schaltjahre, wir haben natürlich die beliebte Sommer- und Winterzeit. Ja. Wenn es dann irgendwie zu so Dingen kommt, wie dass ich eine gewisse Uhrzeit habe und dann sollte ich verschiedene Stunden oder Tage zu der dazu zählen. Ja. Und das ist gerade ein Moment, wo eben zum Beispiel Sommer-Winterzeit wechselt oder so. Also, da sieht man schon, da kann man in Situationen kommen, wo das einfache Hinzufügen von jetzt plus 5 Stunden viel, viel mühsamer wird, als man glaubt, ja, wenn, als Beispiel. Und darum sollte man eben diese händische Berechnung und die händische Verwaltung von Datum und Uhrzeit, also sprich, ich frage mir das irgendwie ab, speichere mir das in meiner eigenen Klasse und tue halt ein bisschen rumbasteln, ja, sowas sollte man auf jeden Fall vermeiden. PHP hat dafür drei Klassen zur Verfügung gestellt, die einem das Leben damit wesentlich vereinfachen. Die wichtigste ist DateTime, die eben Datum und Zeit verwalten kann. Dann gibt es noch DateTimeZone, wenn es eben darum geht, dass ich eine Zeitzone benötige. Und gleicher Spoiler vorweg, Zeitzonen, an die sollte man immer denken, auch wenn man wirklich nur eine Applikation baut, die vielleicht für die gar nicht irgendwie groß für Internationalisierung gedacht ist, sondern nur im lokalen Kreis verwendet wird, aber trotzdem. Und die dritte Klasse ist Date Interval. Da geht es darum, eben, wenn ich Intervalle, also Abstände oder Zeiträume oder so irgendwas definieren muss oder möchte und mit diesen auch rechnen will. Das sind die drei Klassen, wir werden uns die anschauen. Und Sie werden sehen, das wird gar keine große Hexerei sein, nur sobald man mal weiß, wie man mit denen umgeht. Dann tut man sie relativ leicht und dann ist in Zukunft eigentlich, wann immer ich Datum und Uhrzeit verwenden muss oder möchte, ja, ist das alles kein großes Problem mehr. Gut, wie schaut die Basis-Syntax sozusagen aus? Ich brauche also diese Klasse DateTime im simpelsten Fall und ich brauche ein Objekt von dieser Klasse. Das heißt, ich muss mir ein neues Objekt anlegen. Das passiert hier mit $d ist gleich New DateTime. Und dann habe ich ein Objekt mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit gespeichert. Wenn Sie sich ein bisschen ans erste Semester JavaScript erinnern, da gibt es auch ein Date-Objekt, das macht es in etwa ähnlich. Ja. Sobald ich das ohne irgendein Wenn und Aber angebe, dann ist es ein Objekt mit dem aktuellen Timestamp da drinnen. Ja. Und das kann ich jetzt ausgeben. Und zur Ausgabe
gibt es eine Methode Format, die dieses Objekt hat, und dieser Methode kann ich verschiedene Argumente angeben, einfach Strings, und zwar sind es entsprechende Formatierungsstrings. Und da gibt es auch im PHP schon eine Funktion Date, die schon seit ewigen Zeiten gibt, lang bevor es diese Date-Time gab. Und mit dieser Funktion Date, da kann man verschiedene Parameter festlegen. Ja? Also zum Beispiel eben R erzeugt einen Timestamp im ISO 8601 Format. Entschuldigung, das ist ein RFC 2822 Format, sprich, da steht dann sowas wie Tue-28 April 2020, 8:50 Uhr oder was auch immer, und dann hinten die Zeitzone dran. Ja. Oder ich kann, so wie man es in der zweiten Zeile sieht, die einzelnen Dinge selbst zusammenbauen. Also das kleine D steht für den Tag numerisch mit führender 0, M steht für das Monat numerisch mit führender 0, das große Y ist das vierstellige Jahr. Also dann hätte ich quasi den 28.04.2020, und G Doppelpunkt I Doppelpunkt S steht also für die Stunde im 24-Stunden-Format, Minute mit führender 0 und S Sekunde mit führender 0, und E ist hinten der Zeitzonenbezeichner, der dranhängt. Das heißt, so bekomme ich dann den entsprechenden Output dargestellt. Ja? Also das sieht man da, volles Datum RFC 2822 zum Beispiel, und da haben wir eben Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde, Zeitzonen. Das ist diese Geschichte. Ja? Das können wir uns zum Beispiel anschauen in einem kleinen Beispiel. Da sieht man das dann zum Beispiel drinnen. Vielleicht machen wir ganz kurz den Code auf. Das ist genau das, was Sie da gerade gesehen haben. Also das ist das Beispiel. Die PHP-Datei DateTime underscore Output macht genau das, sagt New DateTime und gibt diese zwei Strings mit Format aus. Und das schaut dann im Browser so aus, dass ich eben dann zum Beispiel das da oben, dieser RFC-String, Tuesday, 28. April etc., jetzt haben wir 8:57 Uhr und 37, und das plus 002 ist quasi der Offset zur UTC, also quasi wir sind momentan 2 Stunden dank der Sommerzeit voraus, oder eben das ist unser Custom-Format gewesen mit 28.04.2020, 8:57 Uhr und 37, und Europe Vienna ist zum Beispiel unsere Zeitzone. So könnte das aussehen. Genau, da haben wir ja den Screenshot, da habe ich Ihnen gerade live gezeigt. So, jetzt haben Sie schon gesehen, da steht eine Zeitzone hinten dran. Und wenn Sie genau in mein PHP-File geschaut haben, dann haben Sie gesehen, dass ich da oben auch eine kleine zusätzliche Zeile noch drinnen stehen hatte. Ja. Es ist nämlich schon wichtig, bevor ich quasi arbeite damit, dass ich mir meine Zeitzone setze oder bestimme. Denn wenn ich keine Zeitzone gesetzt habe, dann hänge ich davon oder bin ich davon abhängig, was sozusagen am Server eingestellt ist, am Webserver oder auf dem Rechner, auf dem mein Webserver Software läuft. Ja, das kann durchaus eine vorkonfigurierte, korrekte Zeitzone sein, ja, muss aber nicht sein. Das heißt, im einfachsten oder Standardfall ist vielleicht einfach die UTC eingestellt, wenn keine Zone definiert ist. Da muss ich einfach ein bisschen aufpassen, weil dann kriege ich in unserem Fall natürlich falsche Werte, in dem Fall um 2 Stunden verschobene Werte, und das will man nicht. Ich habe da, oder will man nicht, ja, in manchen Fällen will man es, aber meistens bei der Ausgabe will man es nicht. Da hätte man gerne schon die Zeit, die man jetzt aktuell hat. Das heißt, ich kann ein paar verschiedene Dinge tun. Ich kann zum Beispiel in der PHP-INI eine Zeitzone fix setzen für den gesamten Server bzw. für mein PHP-Modul. Date.timezone ist gleich, und dann so ein Bezeichner wie Europe Vienna zum Beispiel setzt für meine gesamte PHP-Installation die Zeitzone auf, in dem Fall Wien. Das heißt, wann immer sich bei uns die Zeit ändert, Sommer, Winterzeit etc., wird sich das auch auf meinem Server auch entsprechend tun. Oder, und das ist das, was Sie vielleicht gerade, wenn Sie schnell geschaut haben, in meinem File gesehen haben, da hatte ich, kann sie nur mal eine schieben, eine Zeile da oben stehen, Date underscore Default underscore Times und underscore Set, ja, ein Haufen underscores, wo ich sozusagen für dieses einzelne File, für diese einzelne PHP-Datei eine Zeitzone setzen kann. Das hat den Vorteil, wenn ich es nicht unbedingt oder serverseitig komplett verändern will oder auch kann, weil ich vielleicht gar nicht die Rechte habe auf irgendeinem Webhoster oder so, dann kann ich es zumindest in diesen Dateien, die mit Zeit und Datum arbeiten, korrekt setzen. Damit gilt es für die gesamte PHP-Datei entsprechend. Ja. Wie gesagt, die UTC ab PHP 7 wird standardmäßig angenommen, wenn keine Zeitzone gesetzt ist.
Das heißt, da und auch vom Server nichts daherkommt, weil durchaus kann sein, dass der Computer, auf dem die Webserver-Software liegt, eine Zeitzone hat und das die PHP-Installation die zum Beispiel übernimmt, aber ab PHP 7 wird da standardmäßig eigentlich die UTC übernommen. Aber wie gesagt, da muss man immer ein bisschen schauen, wie der eigene Server entsprechend konfiguriert ist. So, jetzt haben wir gesehen, ich kann die Zeitzone zum Beispiel skriptweit verwalten oder in der PHP-INI-Datei. Ich kann die Zeitzone aber, und das ist eigentlich gar nicht so unpraktisch, nämlich auch nur für mein aktuelles Datetime-Objekt verwalten. Und das ist vielleicht was eigentlich die praktischste und sinnvollste Vorgangsweise ist. Ich kann zum Beispiel nämlich einfach sagen, ich lege mir ein neues Date-Time-Zone-Objekt an. Das war vorher das zweite von den dreien, die ich hergezeigt habe, und sage einfach Dollar Time Zone ist New Date Time Zone Europe Vienna. Dann habe ich ein Objekt, das nichts anderes tut, als die aktuelle Zeitzone zu repräsentieren. Ja, dieses Objekt kann ich jetzt aber im Konstruktor von DateTime mitgeben. Das heißt, wenn ich gerne ein Objekt hätte, das mir die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum ausgibt, dann sage ich jetzt wieder Dollar, in diesem Fall D1, ist New DateTime. Jetzt kann ich aber das Argument nicht mehr leer lassen. Leer war einfach aktuelles Datum, sondern ich brauche den zweiten Parameter, da kann ich nämlich dieses DateTime-Zone-Objekt mitgeben. Damit ich trotzdem ein Objekt bekomme, das gerade das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit hat, muss ich als ersten Parameter einfach den String now mit übergeben. Ja, das mag ein bisschen seltsam anmuten, es ist aber tatsächlich so definiert. Das heißt, wenn ich da einfach also Anführungszeichen now reinschreibe, dann bekomme ich jetzt ein Datetime-Objekt mit dem jetzigen Zeitstempel und die Zeitzone für Österreich oder Europa Wien. Ja. Und wenn ich das dann ausgebe, jetzt now D1 Format, dann bekomme ich unsere aktuelle Uhrzeit wieder ausgegeben. Da ist es ganz nett, weil ich kann zum Beispiel die Zeitzone auf irgendwas anders setzen, kann trotzdem das Now verwenden, das heißt, wir haben die jetzige Uhrzeit und kann man halt ausgeben lassen, wie es in einer anderen Zeitzone zum Beispiel gerade ausschaut oder so. Ja? Oder auf das Rücksicht nehmen. So ein Beispiel habe ich da eben im unteren Teil drinnen. Da mache ich dasselbe nochmal, also als zweiter Code des Time Zone wird wieder Europe Vienna gesetzt. Ja. Und jetzt lege ich mir ein Datum manuell an. Das kann ich nämlich auch machen. Ja. Now gibt meinen aktuellen Timestamp. Ich kann aber genauso da, wie es mit Pfeil markiert ist, händisch ein Datum hineinschreiben. Ja. 2020 minus 04 minus 28 ist das heutige Datum und T startet dann den Zeitbezeichner. 6:50 Uhr. Und plus 00 ist in dem Fall eine UTC-Zeitangabe. Ja, also 00, kein Offset durch irgendwelche Sommer-Winterzeit bzw. Zeitzonen, ist quasi das, was die UTC oder früher GMT, das, was da in England durch Greenwich durchgeht. Ja, das wäre sozusagen die Zeit ohne jegliche Sommer-Winterzeit und ohne Zeitzonenangabe. Jetzt ist die Frage, warum würde ich das sowas machen wollen oder warum in der UTC und nicht in meiner lokalen Zeitzone? Die UTC ist prinzipiell zum Speichern von Timestamps eigentlich keine blöde Sache, ja? Weil normalerweise wie soll ich sagen, an Zeitzonen-Offset gleich mitzuspeichern und möglicherweise Sommer-Winterzeit oder so, das kann einfach zu ungewünschten Problemen führen, wenn jemand, der das ausliest, vielleicht nicht weiß, dass das so ist. Drum kann man sich zum Beispiel darauf einigen, dass man alle Timestamps, die man zum Beispiel in der Datenbank schreibt oder so, in UTC speichert, damit weiß ich, okay, die stehen ohne Zeitzone, ohne Sommer, Winterzeit, ohne alles mit diesem sozusagen absoluten Zeitdatumsstempel da drinnen. Und erst bei der Ausgabe, erst wenn ich es anzeige oder weiterverwende oder irgendwo, wo es halt wirklich wichtig ist, was ist jetzt gerade bei uns für eine Zeit, erst dann gehe ich her und konvertiere es in die Zeitzone. Das kann ich nämlich auch machen. Also da habe ich zum Beispiel ein neues Datetime-Objekt angelegt mit Zeit 00. Ich hätte auch dieses Datum so wie da und dann now in den ersten Parameter reinschreiben können und das Timezone-Objekt mit einfach UTC anlegen können. Das wäre genauso, hätte genauso funktioniert. Und dann gebe ich das entsprechend aus. Mit Original Timestamp, mit Format wieder dieses R. Ja. Und jetzt kann ich aber hergehen und kann zum Beispiel sagen, so, jetzt haben wir gesehen, wie es in UTC gespeichert ist und jetzt möchte ich gerne die Zeitzone wechseln. Das heißt, ich kann einfach mit der Methode setTimeZone ein neues Timezone-Objekt hinterlegen. Kann also zum Beispiel sagen, okay, auf diesen Timestamp, der offensichtlich ursprünglich UTC war, schmeiße ich jetzt dieses Europe Vienna Timezone-Objekt drauf. Und plötzlich habe ich eine korrigierte Uhrzeit, die eben in unserer Zeit vorliegt. Also ich habe das Beispiel wieder im Browser.
Das ist dieses Date Time Zone Beispiel. Das erste war das obere, also quasi, wo einfach mit Now und unserer Zeitzone ausgegeben wird, 9:05 und 21 plus 2:00. Das zweite ist das da unten, das ist der Original Timestamp, wäre eben der 28. April um 6:50 Uhr, quasi als UTC-Zeit, die habe ich fix angegeben, nicht mit Now. Und die zweite Zeile ist eben, wo dann die Zeitzonenkorrektur, wenn man so will, darauf angewandt wurde, also das Zeitzonenobjekt draufgelegt. Plötzlich werden die 2 Stunden dazu gerechnet, dann ist es nicht mehr 6:50 Uhr, sondern 8:50 Uhr. Und das ist eben unsere Uhrzeit. Ja. Also, Entschuldigung, Stimme etwas angeschlagen. Das soll einfach nur repräsentieren, dass wir auch Zeitzonen nachträglich hinzufügen können, dass wir nicht immer sofort unsere lokale Zeitzone verwenden müssen, sondern manchmal ist es durchaus auch einfach sinnvoller, von der UTC auszugehen und einfach, wenn ich dann die Zeitzone ausgeben will, dann hergehen und dann die Zeitzone dazu rechnen quasi oder dann wegrechnen oder je nachdem, wo ich auch immer bin. Ja, das ist oft mal eine ganz gute Taktik. Gut. Aber Sie sehen schon, das ist vielleicht auch die Message, was ich ganz vorher gesagt habe, man sollte die Zeitzone nie ganz weglassen. Ja? Also sich auf ein Terrain zu begeben, wo man sagt, okay, mir ist es wurscht, ich gebe einfach das aktuelle Datum und die Uhrzeit aus. Zeitzone ist mir egal, es wird schon passen. Ja? Das ist gefährlich, weil man weiß einfach nie, wer schaut vielleicht meine Seite an, wo ist diese Person auf der Welt beheimatet? Und wenn die dann völlig falsche Zeitangaben bekommt, ist es seltsam. Ja. Also da darf man sich nicht wundern, denn ich glaube, Sie kennen das. Wenn Sie irgendwo damit konfrontiert sind, dass Sie plötzlich eine falsche Uhrzeit bei irgendeinem Posting sehen, das ist sofort irgendwie leicht verunsichernd oder da wundert man sich oder vertraut dann vielleicht dem nicht mehr ganz. Darum sollte man schauen, dass diese Datum- und Uhrzeitsachen eben mit der Zeitzone auch stimmen. Okay, und die dritte Geschichte, die es noch gibt, ja, jetzt haben wir quasi, wie gebe ich mal einfach Datum und Uhrzeit aus, wie erfasse ich es und wie kann ich eine Zeitzone dazu rechnen, sodass das entsprechend stimmt. Die nächste oder letzte Geschichte eigentlich, und dann haben wir den Themenblock Zeit und Datum eigentlich eh schon wieder, weil so viel ist gar nicht. Aber das ganz wichtig ist, wie kann ich Intervalle definieren? Also sprich, wie kann ich mit Datum und Uhrzeit rechnen, wenn ich so will. Ja, das ist auch oft eine Sache, die ich brauche. Ich habe eine bestimmte Uhrzeit und heute in 2 Wochen, weiß nicht, soll der Gutschein, den ich gerade ausgestellt habe in PHP, soll der ablaufen? Oder in, weiß nicht, 28 Minuten und 35 Sekunden möchte ich dieses und jenes tun. Ja? Und da wäre es irgendwie ziemlich mühsam, wenn ich immer sozusagen das Datum oder die Datum und Uhrzeit dieses Ereignis, was auch immer es ist, passiert, wenn ich das händisch ausrechnen muss, sondern da gibt es eben die Möglichkeit, mit der Klasse Intervalle zu definieren und die mit aktuellen Date-Time-Objekten entsprechend auch zu verknüpfen. Also so ein Intervall zu definieren, das ist gar nicht schwierig. Da brauche ich gar nicht so viel Magie sozusagen dahinter. Ich brauche einerseits die Klasse Date-Intervall und als Parameter gebe ich einen String an. Dieser String, das ist wieder so ähnlich wie bei einem Datum, der besteht aus so Schlüsselwörtern, die einfach dieses Intervall kennzeichnen. Also P zum Beispiel steht einfach für Period, für eine Periode. Ja, und dahinter kann ich eine Dauer angeben, zum Beispiel 2, und dann kommt noch so ein Periodenbezeichner. Und wenn da zum Beispiel 2W steht, dann ist das eine Periode von 2 Wochen. Ich kann da 2Y schreiben, dann sind es 2 Jahre, 2M, 2 Monate, 2D sind 2 Tage. Also das heißt, da kann ich im Prinzip alles, was über einen Tag hinausgeht, kann ich größere Perioden angeben. Oder alternativ sieht man im zweiten Beispiel einen Tag, 5 Stunden, 3 Minuten, 10 Sekunden. Ja, das wäre ein Date-Intervall mit P1D, also ein Tag. Und dann kommt der Bezeichner T für eine Zeitangabe. Ja, und diese Zeitangabe heißt 5H, 3M, 10S, also 5 Stunden, 3 Minuten, 10 Sekunden. Ja, somit habe ich eine Periode von einem Tag, 5 Stunden, 3 Minuten, 10 Sekunden erreicht. Da ist alles drinnen irgendwie quasi fast. Ja. Und wenn ich nur zum Beispiel die Zeit brauche, dann gebe ich einfach PT an. Das heißt, bei Periode zwischen P und T steht nichts drinnen, weil ich noch unter einem Tag quasi bin, sondern ich gebe nur eine Zeit an. Zum Beispiel 17H heißt einfach 17 Stunden.
Und das ist, wie gesagt, eine komplett relative Zeitangabe. Da geht es nur um die Zeitdauer. Wie lang dauert diese Periode? Die sagt noch nichts, wann die anfängt, wann die aufhört, etc., sondern ist nur komplett agnostisch von dem. Ja. Erst dann, wenn ich hergehe und das Ganze mit meinen Datum- und Uhrzeitobjekten dann verknüpfe, ich kann nämlich diese Intervalle ganz praktisch addieren und subtrahieren, erst dann wird es quasi auf die echte Zeit aufgeschlagen. Also, wir können uns wieder vorstellen, wir haben irgendwo ein Original Date. Ja, das ist wieder sozusagen unsere Date-Variable, die wir irgendwo vorher angelegt haben, sei es mit einem fixen Timestamp oder mit Now oder was auch immer. Das habe ich da jetzt gar nicht hingeschrieben, das kann ich vielleicht kurz aus dem Code zeigen. Da wird ein neues Date-Time-Objekt angelegt und wiederum mit einem fixen Datum 2020.04.28, 8:50 und plus 2 für die Zeitzone, also sprich, das Datum und Uhrzeit, zu dem die heutige Vorlesung angefangen hat, ja, das habe ich hier angelegt. Ja. Das ist ein fixes Hardcoded Datum. Und jetzt kann ich hergehen und kann entsprechende Zeitintervalle dazu addieren oder einfach wegsubtrahieren. Ja. Ich habe einfach bei jedem DateTime-Objekt nämlich die Methoden Add, die sieht man hier zweimal, oder Sub, also zum Subtrahieren. Das heißt, ich kann zu meinem 8:50 Timestamp einfach diese 2 Wochen dazu addieren, oder ich kann diesen einen Tag 5 Stunden 3 Minuten dazu addieren, oder ich kann dann die 17 Stunden wieder wegaddieren. Und Vorsicht, das mache ich immer auf dasselbe D-Objekt. Das heißt, wir gehen aus von heute 8:50 Uhr, addieren zuerst einmal 2 Wochen. Dann zu diesem Timestamp, wo die 2 Wochen schon dazu addiert sind, addiere ich nochmal einen Tag, 5 Stunden, 3 Minuten, 10 Sekunden und von dem ziehe ich dann wieder 17 Stunden ab. Also das wird immer aufeinander aufbauen, solange ich mit dem gleichen Date-Time-Objekt rechne. Quasi wird das immer ja, aufbauend aufeinander gemacht. Und das können wir uns im Browser ganz schön anschauen. Da haben wir dieses Date-Intervall-PHP, da sieht man, das originale Datum war der 28. April um 8:50 Uhr. Dann haben wir 2 Wochen dazu gezählt. Ja, dann wird da der 12. März um 8:50 Uhr heraus, oder kommt dabei heraus. Jetzt zählen wir noch einmal einen Tag, 5 Stunden, 3 Minuten, 5 Sekunden dazu. Dann sind wir am 13. März, Mai, Entschuldigung, 2020, 13:53 Uhr um 10 Sekunden. Und jetzt ziehen wir von dem wieder 17 Stunden ab. Dann sind wir wieder beim 12. Mai 2020 um 20:53 Uhr und 10 Sekunden. Also, das sieht man schon, da komme ich relativ leicht klar. Ich muss mir da gar nicht wahnsinnig Gedanken machen, wann, wie, wo oder so. Und das funktioniert da eben wunderbar, wenn man sieht, wenn man über Tages- und Wochengrenzen hinweg geht, auch über die Monate von April auf Mai etc. Genauso, wenn es wäre, wenn ich gerade irgendwo im Oktober oder im März bin, wo sich gerade Sommer-Winterzeit ändert, das wird entsprechend berücksichtigt und deswegen brauche ich da kein Bauchweh haben, sondern ich kann ganz problemlos einfach diese Intervalle dazu rechnen. Ja, das war es eigentlich schon wieder, was Datum und Uhrzeit betrifft. Also Sie sehen schon, das ist eh kein riesengroßes Kapitel, aber es ist mir trotzdem wichtig, das zu erwähnen, weil man kommt einfach nie ganz ohne das aus. Das sind immer so Sachen, die man nicht so für wichtig erachtet, aber wenn ich sozusagen eine Applikation baue, wo ich Datum und Uhrzeit benötige und ich gleich die Zeitzonen und alles Mögliche berücksichtige, dann wird mein Leben wesentlich einfacher sein. Auch wenn es vielleicht ein bisschen nach Overkill erscheinen mag, aber man sieht, so viel Aufwand ist es gar nicht. Aber sobald ich dann vielleicht irgendwie sage, okay, jetzt brauche ich da eine Kompatibilität mit Zeitzonen, ja, dann tue ich mich einfacher. Diese PHP-Klassen, die bieten eine sehr gute Basisfunktionalität für die Arbeit mit Zeit und Datum und Uhrzeit, Entschuldigung. Aber es gibt halt manchmal Fälle, wo ich noch mehr benötige. Also gerade wenn ich vielleicht Zeitstempel aus verschiedensten Formate erstellen möchte, wenn ich Differenzen oder solche Dinge noch einfacher berechnen will. Dafür gibt es einfach auch wiederum fortgeschrittenere Komponenten. Eine davon nennt sich Carbon. Das ist auch eine mit Composer installierbare Komponente, also Composer Require NestBot slash Carbon und ich habe diese Komponente bei mir im Projekt. Die ist von DateTime abgeleitet, das heißt, da muss man sich nichts komplett Neueres anlernen, aber die erweitert DateTime einfach um ein paar nützliche Funktionalitäten. Also wenn man irgendwie draufkommt, ui, DateTime ist zu wenig, dann kann man zum Beispiel diese Carbon-Komponente nehmen und dann hat man noch ein wesentlich umfangreicheres Portfolio. Würde aber nur dann machen, wenn die originale Funktionalität vielleicht nicht ausreicht und ich merke, okay, da brauche ich mehr. Wiederum, Sie sehen es aber, die Message ist,
nicht selber umadoktern. Ja, meistens hatte jemand anderer so ein Problem dann auch schon. In dem Fall wurde schon eine ganz eigene Komponente erstellt und dann kann man die wieder verwenden. Also die Zeit, dass man das Rad selber jedes Mal neu erfinden muss, die ist Gott sei Dank in den meisten Fällen schon vorbei. Okay, das war so das erste Thema, Datum und Uhrzeit. Das zweite Thema, das ich heute noch ansprechen möchte, sind die Grafiken. Sie wissen, brauche ich gar nicht sagen, wir haben im ersten Semester ganz ausführlich den Begriff Hypermedia erklärt, dass Webseiten also nicht nur aus Text bestehen, sondern dass da multimediale Inhalte, allen voran eben Bilder in irgendeiner Form integriert sind, dass das da dazugehört. Ja. Logos, Buttons, Werbebanner, Icons, was auch immer, das sind nur ein paar Beispiele dafür. Und die viele, wenn nicht sogar der Großteil dieser Bilder, die werden einfach rein statisch erzeugt und auch eingebunden. Also sprich, sie nehmen irgendein Bildbearbeitungswerkzeug, erzeugen diese Dateien, speichern sie ab und binden sie mit Image-Tags oder ähnlichen Systemen entsprechend ein. Aber es gibt durchaus auch Fälle, wo grafische Inhalte dynamisch erzeugt werden müssen, weil ihr Inhalt einfach von verschiedenen Faktoren abhängt. Ja. Also stellen Sie vor, Sie wollen eine Grafik zum aktuellen Aktienkurs machen oder Sie wollen irgendeine Grafik machen, die eben zum Beispiel aufs aktuelle Datum oder die Uhrzeit reagiert, und je nachdem irgendwas anders anzeigt. Erinnern Sie sich an die Composer-Grafik, ja, die bei jedem Reload der Seite ist da ein anderes Color-Schema bei diesem Composer-Herrn da dahinter. Das wären so Beispiele, wo man irgendwie Grafiken halt on the fly generiert. Weil diese Composer-Grafik, da wird nicht einfach im Hintergrund werden fünf verschiedene PNGs ausgetauscht, sondern es ist tatsächlich immer dasselbe File, das on the fly neu generiert wird. Und ich kann mit PHP am Server dynamisch Grafiken erzeugen durch diverse Grafikbibliotheken. Wir werden uns zuerst ganz kurz anschauen, was es für Bibliotheken nur ganz grob im Überblick gibt. Wir werden uns dann eine im Detail auch anschauen, damit Sie mal die Basisfunktionalität haben. Sie werden sicherlich irgendwann einmal genau sowas brauchen. Wenn Sie irgendein System bauen, wo man vielleicht Grafiken vergrößern, verkleinern muss, bevor man damit was tut oder sonst was, dann ist es gut, wenn man so eine Grafikbibliothek kennt und sie zur Verfügung hat. Genau das ist der Sinn dahinter. Ganz kurz ist vorher Intermezzo, nur damit wir das nochmal wiederholen. Ja. Wenn ich so eine Seite habe wie hier rechts im Screenshot, also ich habe einfach eine HTML-Seite und da sind zwar Bilder eingebunden, in dem Fall ganz statisch zwar JPEG-Bilder, wie viele Requests habe ich? Das ist hier immer die große Frage. Ja. Habe ich normalerweise immer im Hörsaal gestellt. Der Chat hat natürlich immer ein bisschen Verzögerung. Ich warte jetzt mal die Antwort nicht unbedingt ab, ja. Aber Sie können ja sozusagen in Gedanken ein bisschen mitmachen. Da herrschen nämlich ganz öfters mal Missverständnisse mit. Es ist nämlich so, dass ich hier drei Requests habe. Ja, wenn Sie das für sich so beantwortet haben, dann gut. Ja. Ein Request ist nämlich prinzipiell mal die Übertragung natürlich der HTML-Seite. Also sprich, die wird mit GET angefordert, der Server liefert sie zurück. Ja. In dieser HTML-Seite sind aber eben diese zwei Bilder eingebunden. Und diese Bilder sind externe Ressourcen. Und die triggern automatisch noch einmal zwei weitere Requests. Ja, also das heißt, es schaut dann so aus: get index.html, HTTP 1.1 von mir aus und dann noch einmal get Bild 1 und Bild 2 JPEG. Ja, also das heißt, ich habe da im Endeffekt drei Requests im Hintergrund. Und würde ich jetzt zum Beispiel Style Sheets einbinden, JavaScript-Dateien oder so, dann würde jede dieser Dateien auch noch einmal einen eigenen Request erzeugen. Ja, dessen darf man sich nie ganz, also dessen sollte man sich immer bewusst sein. Wenn man gerade mit Bildern arbeitet, muss einem klar sein, dass das immer wieder zusätzliche Anfragen an den Webserver bedeutet. Ja, das ist so im Normalbetrieb ist das ziemlich wurscht, sage ich mal ganz salopp formuliert. Aber natürlich, wenn man irgendwo im Produktivbetrieb ist oder Seiten hat, wo zum Beispiel viele Bilder drin sind, also dann kann das durchaus eine Rolle spielen, weil man den Webserver natürlich da, gerade wenn dann wiederum viele Leute gleichzeitig zugreifen, ganz gut unter Last bringt und ihm sozusagen mit ziemlich vielen Requests da ja, fordert. Das so, wollte ich nur so vorausschicken, damit das einfach mal klar ist, weil wir mit Grafiken jetzt arbeiten und da sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, dass das eben ein zusätzlicher Request ist. Wird ganz gern vergessen. Sie haben jetzt gesehen, da haben wir die Bilder ganz normal statisch eingebunden. Das heißt, da steht Bild 1.jpg, Bild 2.jpg.
Die große Frage ist, geht jetzt sowas auch? Ja. Können wir sowas zum Beispiel auch machen? Können wir da jetzt zum Beispiel schreiben, Image Source ist gleich Bild 1.php oder Bild 2.php? Ja, bis jetzt haben wir immer Grafikdateien eingebunden. Würde sowas auch funktionieren? Wenn ich mit PHP nämlich Bilder erzeugen will, ja, dann muss das ein PHP-Skript machen. Ja, das ist klar. Das heißt, die Bilddateien Bild 1 PHP und Bild 2 PHP würden in diesem Fall, und das werden wir uns auch anschauen, Bilddateien, Bildinhalte, Grafikinhalte generieren. Die große Frage ist aber, also kann ich so überhaupt arbeiten, weil PHP ist ja jetzt kein Grafikformat. Ja, der Browser erwartet ja jetzt in dem Source-Attribut des Image-Elements ja kein Bild, also erwartet Bilddateien und erwartet keine PHP-Dateien. Wenn jetzt aber die PHP-Datei am Bildinhalt, also quasi eine Grafik oder was auch immer, erzeugt, wie geht das dann mit dem Browser zusammen? Wichtig ist wieder hier, und den haben wir schon öfter gesetzt und gesehen, wir brauchen unseren Content-Type-Header. Wir müssen mit der Header-Anweisung in diesen zwei PHP-Dateien zum Beispiel sorgen, dass der Content-Type Image-JPEG ist, oder es könnte auch Image-PNG oder irgendwas sein. Das heißt, wir müssen unserem Browser klar mitteilen, hey, schau, das ist jetzt keine PHP-Datei, die zum Beispiel HTML-Code erzeugt, sondern die macht ein Bild. Ja. Die Dateiänderung ist nur ein Indikator, der oft schon mal in einem ersten Schritt hergenommen wird, aber wichtiger, viel wichtiger ist dieser Content-Type-Header, der in diesem Fall in den zwei PHP-Dateien gleich ab der ersten Zeile sagt, das, was hier jetzt zum Beispiel retour kommt, ist quasi ein JPEG-Bild, auch wenn es hier die Endung PHP hat. Lieber Browser, bitte render es als Grafik. Und dann wird es auch funktionieren und das wird auch gehen. Wie das aber funktioniert, schauen wir uns gleich an. Das sei auch nur noch mal ein bisschen vorausgeschickt, bevor wir uns eine Grafikbibliothek anschauen. Und zwar werden wir uns da links unten die sogenannte GD-Library anschauen. Die ist nämlich mit PHP inkludiert und überall verfügbar. Daher sehr low-level für den Einstieg. Ganz einen kurzen Überblick noch, was es sozusagen im Sektor der Grafikbibliotheken gibt. Das ist natürlich auch keine völlig erschöpfende Analyse, aber sagen wir mal, sind zumindest die drei wichtigsten neben der GD-Library. Image Magic ist eine relativ bekannte Bibliothek zur Erstellung und Verwaltung von Rastergrafiken. Die ist wesentlich umfangreicher als die GD-Library. Die GD-Library kann gerade mal die wichtigsten Formate darstellen. Image Magic kann mit allen möglichen Bilddateien und Grafikformaten und so weiter umgehen, ja, sodass man am Server so gut wie alles machen kann. Sollten Sie mal vielleicht schon irgendwo einen Blog, ein Wiki oder irgend so ein Softwarepaket installiert haben, wo Grafiken eine Rolle spielen, dann werden Sie vielleicht merken, dass sehr viele dieser Tools gerne Image Magic installiert haben, weil eben dann sozusagen die Verarbeitung von Bildern, wenn man irgendwelche hochlädt oder so, entsprechend gut vonstatten gehen kann. Wichtig ist nur Image Magic. Ja, das Ganze kommt natürlich ein bisschen auch mit Kosten daher. Dadurch, dass es einfach sehr viel kann, ist natürlich, hat es auch eine bestimmte Größe und kann halt unter Umständen den Speicherbedarf fürs PHP-Modul stark erhöhen. Daher sollte man sich überlegen, brauche ich tatsächlich alle Image Magic Features? Meistens geht es nämlich interessanterweise auch ohne. Nur wenn die drauf kommen, dass es mit den Standard-Features, zum Beispiel eben von der GD-Library, nicht geht, sollte ich es einbinden. Alternativ zu Image Magic gibt es Graphics Magic. Die haben übrigens alle ziemlich arge Logos, finde ich. Also für eine Grafikbibliothek hätte ich mir da schon ein bisschen mehr erwartet. Gerade der Frosch schaut ziemlich arg aus. Diese Graphics Magic war oder ist eine Abspaltung, ein sogenannter Fork von der Image Magic. Hat einfach den Fokus ein bisschen mehr auf Performance gelegt, ist also wesentlich kleiner als die Image Magic und auch ein bisschen schneller, hat allerdings wesentlich weniger Verbreitung. Allerdings, es gibt durchaus große Seiten, zum Beispiel so wie Flickr, die im Hintergrund diese Graphics Magic Bibliothek verwenden, um eben Fotos zu vergrößern, zu verkleinern, in andere Formate umzuspeichern und so weiter. Also ist durchaus auch verwendet. Und das waren also die GD-Library und diese zwei Bibliotheken sind einfach pixelbasierte Bibliotheken. Cairo wäre vielleicht noch zu nennen als Vertreter von Vektorgrafiken. Das heißt, wenn ich am Webserver Vektorgrafiken erstellen, manipulieren etc. möchte, dann kann ich zum Beispiel Cairo verwenden und die kann eben mit solchen Dingen umgehen. Also, das heißt, Grafikbibliotheken 1A Design, ja, ich sehe schon im Chat, ist die
gleiche Meinung wie bei mir. Ja. Grafikbibliotheken gibt es für viele Anlässe. Man muss halt immer schauen, was die richtigen sind. Wir werden uns heute, wie gesagt, die GD Library anschauen. Lang geschrieben, die sogenannte GD Graphics Library. Das ist eine Grafikbibliothek, die ist ursprünglich in C geschrieben worden, die auch gar nicht unbedingt jetzt nur mit PHP funktioniert. Es gibt aber in PHP einfach den entsprechenden sogenannten Wrapper, sodass diese Low-Level-C-Bibliothek einfach mit PHP-Funktionen angesprochen werden kann. Die ist schon relativ alt. Der Name GD stand ursprünglich mal für GIF-Draw. Ja, das war zu Zeiten, wo GIFs-Rendern irgendwie das höchste der Gefühle war mit 256 Farben. Man ist jetzt eher nur Animated GIFs und so weiter, ist schon klar. Ja. Aber irgendwann musste man dann aufgrund patentrechtlicher Umstände die GIF-Unterstützung streichen und hat sich dann mehr oder weniger darauf geeinigt, dass man den Namen in Graphics Draw ändert. Mittlerweile kann sie wieder GIFs schreiben und lesen, weil da ist das Patent ausgelaufen. Sie kann auch mit allen, sagen wir mal, fürs Web wichtigen Formaten arbeiten, also mit JPEG, PNG, GIF habe ich eh schon genannt. Webby-Bilder gehen auch. Damit habe ich, sagen wir mal, die vier wichtigsten fürs Web dabei. Und dann gibt es noch ein paar so alte Formate, die ich kann mehr interessieren, wie WBMP, XBM, XPM und so weiter. Die sind dann eher uninteressant. Aber ich sage mal, die wichtigsten Formate fürs Web sind dabei. Aber zum Beispiel mit so Sachen wie einem TIFF oder so kann halt die GD nicht umgehen. Wenn ich sowas brauche, dann muss ich zum Beispiel auf Image Magic oder Graphics Magic umsteigen. Ja. Ja, was sind eben die Einsatzgebiete so einer Grafikbibliothek? Also einerseits, wie gesagt, sind es einfach ganz simple Funktionalitäten wie ich möchte Bilder am Server manipulieren können. Sie haben eine Seite, Sie erlauben Ihren UserInnen, dass Sie Bilder, Ihr Avatar zum Beispiel, hochladen. Ja, dann wollen Sie sicherstellen, dass die zum Beispiel alle im richtigen Format vorliegen. Also Sie gehen her und kroppen das Avatarbild zum Beispiel auf was Quadratisches und Sie resizen es auf 500 mal 500 Pixel zum Beispiel. Ja, das wäre so ein klassisches Beispiel. Und dann speichern Sie es ab. Und Sie konvertieren es von mir aus nur alle in JPEG, damit nicht 100.000 große PNGs oder sonst irgendwas Ihren Server zumüllen. Das wäre so ein klassisches Einsatzgebiet für eine Grafikbibliothek. Oder eben dynamische Bilder. Man sieht das da, wie zum Beispiel so ein Kuchendiagramm, das sich basierend auf bestimmten Input-Daten wirklich on the fly rendern kann. Ja, da nehme ich Daten her, die irgendwo herkommen und zeichne dann quasi so ein Diagramm. Oder eben die aktuelle Uhrzeit könnte ich zum Beispiel so als tatsächlich analoge Uhr darstellen. Oder einen Fortschrittsbalken, den ich rendere, wo wirklich die Grafik jedes Mal neu generiert wird mit der entsprechenden Prozentanzeige und dem Fortschritt und so weiter. Das wären so klassische Einsatzgebiete, wo ich eben eine Grafikbibliothek am Server benötige. Und darum schauen wir uns das jetzt einfach mal an, wie das funktioniert. Schritt Nummer 1 ist, ein Bild zu erstellen und es dann auch in die oder zu öffnen. Ja, also Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können vom Scratch bei Null beginnen. Sie legen sich ein leeres Bild an oder Sie öffnen eine bestehende Bilddatei. Diese zwei Möglichkeiten haben Sie. Wenn Sie ein Bild erstellen wollen, dann gibt es in der GD Library zwei Funktionen. Die eine heißt Image Create und die andere heißt Image Create True Color. Die erste Image Create, die erzeugt ein Bild mit nur 256 rasterisierten Farben. Als Parameter gebe ich immer übrigens die Größe, also Breite und Höhe, 200 mal 200 Pixel zum Beispiel an. Und das erste würde es eben auf 256 Farben beschränken. Das ist nur dann sinnvoll, wenn Sie wissen, na, ich will eh ein GIF-Bild speichern oder irgendwie ein Bild, wo vielleicht wirklich nur indizierte Farben zum Einsatz kommen sollen, weil ich eh nicht mehr brauche. Und ich will halt Dateigröße sparen oder sonst irgendwas, dann ist es okay. Wenn ich aber die volle Farbpalette, also sprich True Color 16,7 oder 16,8 Millionen Farben haben will, dann brauche ich immer Image Create True Color. Das ist wichtig, weil sonst habe ich irgendwann einmal einfach, werde ich schnell merken, dass ich nicht genug Farben speichern kann und dann schaut das Bild etwas seltsam aus. Ja. Also im Normalfall werde ich Image Create True Color verwenden. Wenn ich ein Bild öffnen will, das es schon gibt, dann sehen Sie eh, habe ich eine ganz eine Reihe von verschiedenen einzelnen Methoden. Image Create from PNG, Image Create from JPEG, Image Create from GIF und so weiter. Ja. WebP, BMP, dann noch die anderen nicht so vielleicht bekannteren Formate wie, also BMP kennt man schon, aber WBMP, XBM, XPM und dann die zwei Formate von der Library selbst, GD und GD2.
die kann sie natürlich auch öffnen. Ja. BMP-Support kam übrigens erst mit PHP 7.2. Ja, okay, so ist es. Wenn ich ein bestehendes File öffne, dann muss ich den Dateinamen als ersten Parameter angeben, als ersten und einzigen. Und Sie sehen, ich bekomme da jetzt immer was zurück. Ja, und da steht jetzt immer Dollar Image, egal ob ich es jetzt neu anlege oder ob ich es jetzt geöffnet habe. Ich bekomme, ähnlich wie das bei Dateien war, ich bekomme jetzt einen Zeiger auf diese Bilddaten. Im Englisch sagt man dazu einen Handle, ja, sprich einen Image-Handle oder ja, Zeiger aufs Bild, und den speichere ich mir in der Variable $Image. Das ist so ähnlich wie bei den File-Operationen, da war es ein Zeiger auf die Datei, die ich öffne, und auch hier ist es im Prinzip ein Zeiger aufs Bild. Wichtig ist, es ist jetzt auch, wenn ich sage Image Create from PNG, ist es kein Zeiger mehr auf die Datei, sondern dann werden die Bildinhalte dieser PNG, JPEG, was auch immer Datei werden eingelesen, und in diesem $Image sind wirklich die kompletten Bilddaten dieser Datei hinterlegt. Also sprich, das ist ein Image-Handle, ein Verweis auf die gesamten Bilddaten. Das ist jetzt aber schon losgelöst vom gerade geöffneten Bild. Genau dasselbe, wenn ich sage Image Create from, also Image Create True Color, dann bekomme ich ein 200 mal 200 Pixel großes Bild mit den Bilddaten. Das ist halt standardmäßig einfach schwarz, weil nichts drinnen ist. Das heißt, ich habe 200 mal 200 schwarze Pixel, und die sind mehr oder weniger in diesem Dollar-Image hinterlegt. Ja. Es wird aber damit wirklich gleich sozusagen ein GD-Bild in den Speicher gelegt, das ich jetzt mit GD-Funktionen bearbeiten kann. Einmal lege ich es quasi neu leer an, anders mal lade ich mir sozusagen die Bilddaten von einem bestehenden Bild rein. Ja. Aber sobald das aufgerufen wird, ist das Originalbild schon wieder gar nicht mehr interessant. Der Rest passiert einfach dann direkt in der GD-Library drinnen. Ja. Eine vielleicht ganz spannende Variante, wenn ich nicht weiß, aber vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz eins zurück. Bei diesen Varianten, wenn ich es von bestehenden Bildern öffnen muss, dann muss ich natürlich immer wissen, was ist das für ein Bild, damit ich die korrekte Funktion aufrufe. Ja, ist es ein PNG, ist es ein JPEG oder sonst was? Das heißt, ich muss normalerweise, wenn ich ein Bild öffne, müsste ich zunächst nachschauen, was ist für eins, entweder anhand der Dateiänderung oder noch besser in die Datei hineinschauen und die Metadaten auslesen, ja, damit man sicher geht, dass nicht irgendwo bei der Dateiänderung was geändert wurde. Das heißt, ich muss mir, Verzeihung, ich muss wissen, was ich da tatsächlich öffne, und dann muss ich das richtige File öffnen. Das heißt, da kriege ich dann schneller mal eine ziemliche Kaskade daher. Wenn es durch ein JPEG ist, dann Image Create from JPEG. Wenn es ein PNG ist, dann Image Create from PNG. Das kann durchaus ein bisschen mühsam werden beim Öffnen. Darum gibt es eine Methode, die ein bisschen effizienter und vor allem auch eleganter ist. Ich kann nämlich ein Bild aus einem sogenannten Datenstrom erzeugen. Jetzt müssen Sie wieder zurückdenken an die Dateivorlesung. Da hatten wir die Funktion File Get Contents, ja, die einfach hergegangen ist, eine Datei geöffnet hat und ihren Inhalt als String zurückgegeben hat. Also, und dieser String ist nichts anderes wie ein Datenstrom, mehr oder weniger. Und diesen Datenstrom kann ich jetzt der Funktion Image Create from String übergeben. Und jetzt kann ich das eben mit dem File Get Contents kombinieren. Somit sage ich einfach, $Image ist Image Create from String. Und als Parameter nehme ich File Get Contents mit dem Dateinamen. Zuerst wird das File Get Contents hergehen, wird es den Dateinhalt, diesen Datenstrom einlesen, als String zurückgeben, dem gebe ich ihm Image Create from String, und der macht mir meine Bilddaten. Das Gute ist eben, in diesem Datenstrom kann man sehr schön auch auslesen, was ist das für ein Bild, weil die ersten paar Bytes in jedem Bild sind standardmäßig der Header, die Identifikation. Ob es ein GIF ist, ob es ein PNG ist, ob es ein JPEG ist etc., kann man da sofort aus den ersten paar Bytes auslesen, und genau das tut das Image Create from String. Es weiß also, welche Bilddaten da daherkommen. Es liest zuerst den Header aus, interpretiert den korrekt und liest dann das Bild entsprechend auch richtig ein. Das heißt, das funktioniert, solange es ein unterstützter Dateityp von der GD-Library ist, total universell. Das heißt, da ist mir egal, ob in Dollar-File-Name ein PNG, ein JPEG, ein Webby, ein GIF oder was auch immer daherkommt, ja, das funktioniert. Ich werde immer ein korrektes Bild einlesen und dann damit arbeiten können. Problem ist nur, wenn eben zum Beispiel ein TIFF oder was daherkomme, was die GD Library nicht kann, dann wird es nicht funktionieren. Ja, dann kriege ich einfach einen Fehler.
Das heißt, ich muss vorher schon noch checken, ob es ein unterstützter Dateityp ist, aber dann bin ich unabhängig. Das ist vor allem dann spannend, eben wenn meine User oder Userinnen Files hochladen können, ich nicht weiß, was daherkommt, das aber dann aufmachen muss, dann ist das zum Beispiel die elegante Lösung, um damit umzugehen. Okay, und jetzt geht es darum, diese Bilder vielleicht auch wieder auszugeben. Wie kann ich jetzt ein Bild, das ich da gerade erstellt habe, sei es ein neues oder sei es ein geladenes, wieder ausgeben? Ja, machen wir es einmal mit dem simpelsten Fall. Legen wir nur ein neues Bild an, ohne irgendwas da noch reinzuzeichnen. Sagen wir einfach, Dollar Images, Image Create True Color, Width und Height, beide sind 300, das war 300 mal 300 Pixel großes Bild. Und jetzt möchte ich es einfach im Browser anzeigen. Also sprich, der Code, der da in einer PHP-Datei drinnen steht, der soll zur Ausgabe des Bildes im Browser führen. Dann muss ich eben, ich muss zwei bzw. eigentlich drei Dinge tun. Erstens einmal muss ich den Header entsprechend setzen. Ich sage Content Type Image slash irgendein Bildtyp. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel PNG genommen, dann wird der Browser als PNG erkennen. Ich kann aber auch Image JPEG sagen oder Image GIF oder was auch immer. GIF muss man ein bisschen aufpassen, weil Truecaller nicht funktioniert. Aber prinzipiell, ich muss mir entscheiden, was für eine Art von Bild. Ich nehme jetzt einmal PNG. Ja. Und dann muss ich jetzt die entsprechende Ausgabe-Funktion von der GD-Library wählen. In dem Fall ist es Image PNG, weil ich habe mich ja für ein PNG-Bild mit dem Content-Type entschieden. Und übergebe jetzt sozusagen diesen Image-Handle, das, was ich da oben angelegt habe, Dollar Image. Und sobald ich das mache, Image PNG Dollar Image, wird am Bildschirm im Browser quasi ein PNG-Bild gerendert. In dem Fall sehen wir das da, ein 300 mal 300 Pixel großes schwarzes Bild. Warum ist schwarz? Naja, ich habe außer, dass ich es angelegt habe, ja noch nichts gemacht. Darum kommt einfach eine schwarze Zeichenfläche daher und die wird ausgegeben und fertig. Ja. Der Browser wird das jetzt eben als PNG-Bild, obwohl da steht empty-image.php, obwohl die Endung PHP ist, erkennt das als PNG-Bild und rendert es auch entsprechend als PNG-Bild. Die letzte Zeile, Image Destroy, die ist dazu da, um diese Ressourcen, die mit Dollar Image hier angelegt werden, weil Sie müssen sich vorstellen, der muss 300 mal 300 Pixel mit den entsprechenden Farbinformationen im Speicher allokieren. Das ist bei 300 mal 300 noch okay, aber ein Bild mit 6000 mal 6000 Pixel braucht schon wesentlich mehr Speicher. Das heißt, sobald ich nicht mehr mit diesem Bild arbeite und nachdem ich es ja jetzt ausgegeben habe, ist sozusagen der Verarbeitungszyklus auf jeden Fall vorbei, sollte ich diese Ressourcen einfach, diesen Speicher wieder freigeben. Das heißt, ich sage Image Destroy Dollar Image, damit wird dieser File-Handle entfernt und der Speicher ist wieder frei. Wenn das jetzt die letzte Zeile im Skript ist, so wie hier Image PNG und danach ist mein Skript fertig, könnte ich es mir theoretisch auch sparen, weil der PHP Garbage Collector würde das sowieso machen. Am Ende vom Skript werden sowieso alle Ressourcen freigeben. Aber es ist guter Stil zu sagen, okay, ich brauche mein Bild jetzt nicht mehr, ich habe es ausgegeben, bin fertig, gib die Ressource frei. Ist auf jeden Fall besser, als das nicht zu tun, weil wenn man es nämlich vergisst, dann tut man vielleicht hinten ein paar Zeilen irgendwo, warum auch immer, dazu schreiben. Und schon bleibt es im Speicher liegen und braucht einfach viel Speicher für nichts und wieder nichts. Also das hätte jetzt ein Bild ausgegeben. Wichtige Lektion hier, den Content-Type muss ich setzen, damit der Browser weiß, was kommt da daher, weil ich rufe ja eine PHP-Datei auf, wo das drin steht. Und damit er wirklich ein Bild rendert, muss er die Informationen einfach über die Header mitbekommen, welche Art von Bild er da rendert. Und die GD-Library muss dann auch natürlich das entsprechende Output, die entsprechende Output-Funktion aufrufen. Ich kann nicht da sagen Image JPEG und da Image PNG aufrufen, da kriege ich einen Clash. Dann sagen die Header-Daten was anderes als die Daten, die dann tatsächlich, die Bilddaten, die tatsächlich an den Browser geschickt werden, und dann wird da nichts ansagen können. Die zweite Variante, die für so eine Bildbibliothek wichtig ist, ist nicht nur Bilder sozusagen on the fly auszugeben, sondern auch einfach wieder zu speichern. Ja. Klassische Geschichte ist eben, wie gesagt, Userin lädt einen Avatar hoch. Ich gehe her, manipuliere den, vergrößere ihn, verkleinere ihn, croppe ihn, speichere ihn in ein anderes Verzeichnis um und möchte dann diese Grafikdatei eben auf meinem Webserver ablegen, damit ich sie später dann, wenn irgendeine Seite aufgerufen wird, aufrufen, anzeigen etc. kann. Das heißt, auch hier brauche ich wieder die Funktionen von der GD-Library, um das Bild zu speichern. Ich lege hier wieder ein neues Bild an, Image Create True Color mit 300 x 300 Pixel.
schreit auch dabei nichts rein und sage wieder Image PNG in dem Fall. Sie sehen aber, die Angabe des Content Types, die entfällt hier, weil ich will ja jetzt nichts im Browser anzeigen. Das heißt, der Browser muss jetzt nicht wissen, dass da jetzt auch, weiß nicht, Grafikdatei daherkommt. Im Gegenteil, ist ja jetzt nicht wichtig, sondern ich will sie im Hintergrund nur ins Dateisystem schreiben. Das heißt, ich brauche nur Image PNG, gebe wieder Dollar Image an, brauche jetzt aber den zweiten Parameter, das ist einfach der Dateiname. Sobald ich den angebe, wird das Bild nicht mehr im Browser angezeigt und gerendert, sondern einfach in diesen Dateinamen geschrieben. Das heißt, ich habe dann eine empty Image PNG im gleichen Verzeichnis wie die PHP-Datei und habe also diese PHP-Datei dort auf der Festplatte, Image Destroy gibt die Ressourcen wieder frei. Und Sie sehen schon, ich muss mich da entscheiden, Image PNG, Image JPEG, Image GIF, Sie sehen, es gibt wiederum für jedes Format auch eine Methode für den Output. Und der erste Parameter, der ist immer verpflichtend, das ist immer dieser Bildhandle. Wenn ich nur den ersten angebe, dann mache ich die Ausgabe in den Browser. Wenn ich am zweiten mit angebe, das ist überall der Filename, dann gebe ich es nicht in den Browser aus, sondern ich zeige es, also ich speichere es nur in die Datei. Das kann man zum Beispiel sehen, vielleicht sagen wir die Beispiele ganz geschwind her, für die Grafiken, so. Mal schauen, da war zum Beispiel die Empty Image PNG. Ja, wenn ich die aufmache, dann sehen Sie, das war eben meine Grafikdatei, die ich hier zum Beispiel einfach erzeugt habe. Und die hat es in den Browser ausgegeben. Die Write Image wäre zum Beispiel jetzt die Geschichte, wo es ausgegeben wird und nur rausgeschrieben, also nicht ausgegeben, sondern rausgeschrieben wird. Wenn ich die aufmache, kriege ich eine weiße Seite, weil die hat jetzt im Hintergrund nichts anderes getan, als diesen Code, der da hinten auf die Slides steht, aufzurufen. Das heißt, ein Bild anzulegen, das sofort wieder rauszuspeichern. Dafür liegt da jetzt irgendwo eine Empty Image PNG. Sie sehen, 7.41 Uhr, das war jetzt gerade. Der Webserver hat übrigens UTC eingestellt, keine ordentliche Zeitzone, in dem Vagrant Image drum steht, da 7.41 Uhr und nicht 9.41 Uhr. Und ich habe jetzt diese PNG-Datei, wenn ich die jetzt aufmache, das denkst, das ist jetzt keine PHP-Datei, sondern es ist tatsächlich ein PNG, das da gespeichert wurde. Und das ist jetzt wieder so ein 300x300 Pixel groß. Das Bild hier etwas aufgeblasen, weil der Browser das ja gern skaliert, das sich jetzt on the fly erzeugt und sofort wieder rausgespeichert hat. Da ist aber die PHP-Datei ist weiß geblieben, weil die hat nichts zum Ausgeben. Die tut nur Bild erzeugen, Bild wieder abspeichern, fertig. Drum, da ist keinerlei Inhalt irgendwie entstanden. Sie haben jetzt gesehen, wenn ich Bilder öffnen will, Image Create From etc., das kann ich einfacher machen mit Image Create From String. Beim Schreiben habe ich leider die Möglichkeit nicht. Wenn ich also ein Bild öffne, zum Beispiel User lädt etwas hoch, ich öffne es mit Image Create From String und will es dann wieder im selben Format abspeichern, nachdem ich es skaliert habe oder sonst irgendwas, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mit einer If-Bedingung abzufragen. Wenn es vorher ein PNG war, dann nimm bitte Image PNG. Wenn es ein JPEG war, nimm bitte Image JPEG. Also beim Speichern oder beim Ausgeben, da muss ich mich entscheiden. Da gibt es leider keine universelle Funktion, die einfach sagt, schreib es aus als so und so. Das ist vielleicht ein bisschen eine Schwachstelle der GD-Library. Da wäre schöner, wenn es vielleicht ein Image Save oder Image Display gäbe und man gibt das Parameter einfach an, ob ich JPEG oder PNG oder sonst was will. Man hat sich entschieden, das so zu lösen, darum ist es ein bisschen umständlich. Ja. Also das ist da, finde ich, nicht wahnsinnig elegant gelöst, damit muss man leider leben. So, das sind einmal die Basics. Bilder öffnen, Bilder wieder speichern, Bilder ausgeben. Und jetzt schauen wir uns einfach an, was ich mit der GD Library machen kann. Schritt Nummer 1, Farben definieren. Ja, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ich lege mir Farben mit der Funktion ImageColorAllocate vor. Ich muss im ersten Parameter angeben, für welches Image-File diese Farbe gelten soll, also für welchen Bildhandle, den ich vorher erstellt oder geöffnet habe. Ja. Und dann habe ich drei Parameter, die einfach RGB repräsentieren, mit Werten von 0 bis 255. Für Weiß alle 3 auf 255, für Schwarz alle 3 auf 0, für Rot das erste auf 255 und so weiter. Sie wissen, wie sich das zusammensetzt. Es gibt in der GD-Library nur RGB-Farben, das heißt, ich muss mit dem entsprechend arbeiten. Ich speichere mir diese Farben einfach in einer Variable, am besten so benennen, dass man weiß, was drin steckt. Und die kann ich jetzt bei Zeichenoperationen verwenden. Bevor wir zeichnen, ganz geschwind, ähnlich wie beim Canvas,
In JavaScript ist es auch so, dass dass das Koordinatensystem links oben ist. Das muss man beim Zeichnen einfach wissen. Der Nullpunkt ist links oben. Von dort geht quasi gehen die Koordinatenachsen aus. Das heißt, wann immer ich jetzt Zeichenfunktionen mache, rechnen sie immer von links oben weg. Ja, und jetzt habe ich diverse Funktionen. Das ist ein bisschen so analog zu dem, was wir schon letztes Semester im Canvas gesehen haben. Ich kann also sehr basic zeichnen. Ich kann zum Beispiel einzelne Pixel setzen. Image Set Pixel macht das. Erster Parameter, wie immer, das Image, in das ich hineinzeichnen möchte. X und Y, dann die Koordinate des Pixels, die ich setzen möchte. Und der letzte Parameter ist eben die Angabe einer Farbe. Also mit welcher Farbe soll dieser Pixel auch gesetzt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild erzeuge mit 10x10 Pixeln Größe, Image Create True Color 10x10, das, was ich da rechts habe, ist die sehr, sehr stark vergrößerte Variante, dass man sieht, was da passiert. Ja. Und dann lege ich mir drei Farben an, eine Farbe Grau, eine Farbe Rot, eine Farbe Gelb. Und ich setze da drinnen jetzt drei Pixel. Einmal an der Position 0, 0 ein graues, einmal an der Position 5, 5 ein rotes und an der Position 9, 9 ein gelbes. Und dann schaut das so aus. Also das ist 0, 0, das ist 5, 5 und das ist 9, 9. Von 0 bis 9 läuft es, wenn es 10 mal 10 groß ist. Dann würde ich quasi ein schwarzes Bild bekommen, bei dem drei Pixel irgendwie so, wie man es da sieht, farblich gesetzt sind. Und das ist eben, also der weiße Rand, bitte, ist nur zu Darstellungszwecken da, damit sich vom Hintergrund der Folie abhebt. Und natürlich wäre es ganz, ganz mini klein. Ich habe es nur vergrößert, damit man sieht, was da passiert. Wenn ich es dann ausgeben will, das sage ich jetzt nicht immer dazu in den Browser, dann setze ich wieder einen Content Type Image PNG. Ich rufe wieder die Image PNG-Funktion aus und gebe es in den Browser aus und sage danach wieder Image Destroy. Das ist das, was unten immer passiert. Ich bekomme im Browser ein ganz ein kleines Bild, 10x10 Pixel groß mit diesen drei farblichen Werten drin. Ja, nicht wahnsinnig spannend, aber die einfachste Art, mal was zu zeichnen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, Linien zu erstellen. Das ist dann schon ein bisschen komplexer. Die Funktion heißt ImageLine. Wiederum erster Parameter des Image und dann die Start- und Endpunkte der Linie. Also X1, Y1 als Startpunkt, X2, Y2 als Endpunkt der Linie und Color wieder als Farbe, mit der ich diese Linie zeichnen möchte. Jetzt mache ich mir ein 300x300 Pixel großes Bild, rufe da drin den ImageLine auf und zwar soll sie bei 50-50 starten und bis 220-190 in Gelb laufen. Die Farbe Gelb habe ich vorher angelegt. Dann schaut das ja so aus. 50-50 wäre hier und 220 hinüber und 190 hinunter wäre hier. Das heißt, da zwischen diesen zwei Endpunkten wird eine Linie erzeugt und gezeichnet. Sie sehen, die Linie hat ein Pixel. Ja, die ist nicht dicker. Linienstile werden wir uns gleich anschauen. Die muss man extra setzen. Solange ich nichts angebe, kriege ich das einfach als ein Pixel dünne, quasi dick, kann man schon gar nicht sagen, ein Pixel dünne Linie. Ja, weitere Grundprimitive: Image Rectangle, um ein Rechteck zu zeichnen, oder Image Filled Rectangle, das ist die zweite. Das heißt, da muss ich mich entscheiden. Erster Parameter wieder das Image. Linker oberer Eckpunkt mit X1, Y1, rechter unterer Eckpunkt mit X2, Y2 und die Farbe erzeugt es. Und man sieht da wieder, ich lege mir ein Image an, ich definiere die Farbe Gelb und jetzt mache ich zwei Rechtecke. Einmal mit Image Rectangle von 10, 10 bis 110, 110, das gibt quasi dieses Quadrat hier. Und das kriegt dann nur eine Outline. Und wenn ich es gefüllt haben möchte, rufe ich Image Filled Rectangle auf. Von 70, 120 bis 280, 250, also 70 rüber, 120 runter bis 280 rüber, 250 runter, würde dann zum Beispiel so ausschauen. Ja. Beide in Yellow, einmal gefüllt, einmal mit Outline. Gut, wenn es ein bisschen komplexer werden darf, kann ich Polygone zeichnen. Image Polygon also erzeugt mir ein Polygon mit beliebig vielen Eckpunkten. Ich muss wieder das Image angeben, ich muss ein Array an Punkten angeben und spannenderweise auch eine Anzahl, wie viele Punkte es tatsächlich sind und wiederum die Farbe. Ich finde es deswegen spannend, weil normalerweise wird jeder Punkt eines solchen Polygons immer aus zwei Koordinaten bestehen, x und y. Ja. Das heißt, eigentlich kann ich mir bei dem Array mit den Punkten keine die Nummer der Punkte in der Regel auslesen, weil ich werde genau die Hälfte der Array-Einträge als Punkte haben. Ja, also man sieht es da, ich definiere wieder ein Bild, definiere zwei Farben, Gelb und Cyan und möchte zuerst einmal die Punkte für ein Hexagon, also
Sechseck, na, das ist auszubringen, zeichnen, und man sieht schon, das wären die Koordinatenpaare. Ich beginne bei 150, das ist der, gehe zu 150, 50, gehe zu 200, 100. Na, dann habe ich die ersten drei. Dann 150, 150 ist da unten, versteckt hinter dem Dreieck. 100, 150 ist hier und 50, 100 ist hier. Das heißt, dann bekomme ich mein Sechseck. Und Triangle wäre entsprechend, weil es drei Punkte sind, brauche ich sechs Koordinaten. 152 ist da oben, 175, 100 ist rechts unten und 200, nein, umgekehrt, Blödsinn, links unten habe ich angefangen, 152 ist hier, 175, 100 ist hier und 250, 250 ist hier. Das heißt, wenn ich drei Punkte will, dann brauche ich sechs Koordinaten, logischerweise in einem Array. Da habe ich sechs Punkte und brauche dementsprechend 12. Das heißt, wann immer ich dann mit Image Polygon oder Image Field Polygon was ausgebe, gebe ich quasi das Image an. Ich zeichne hier zweimal in dasselbe hinein, gebe einmal die Koordinaten für Hexagon und einmal für Triangle an und als Number of Points kann ich einfach immer sozusagen die Anzahl, die Arraylänge, also mit Count hier gerechnet, halbe hernehmen, weil ja, das hätten es quasi automatisiert auch machen können. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wo der Sinn ist, dass man die Anzahl der Punkte hier angibt, aber man muss es halt machen. Ja, man kann sie wirklich immer mit Count, Länge des Arrays durch zwei angeben, dann hat man sozusagen die Länge immer dabei. Da braucht man es nicht händisch reinschreiben. Und einmal Yellow und einmal Cyan. Sie sehen, das Image-Polygon wird zuerst gezeichnet. Das ergibt wieder ein Polygon mit Outline. Und das zweite ist dann das Field-Polygon. Nachdem sich die jetzt überschneiden, sieht man, das, was später kommen ist, liegt einfach oben auf. Darum verdeckt hier dieses Dreieck ein Teil vom Polygon. Das ist alles, was man dazu wissen muss. Das heißt, die Zeichenreihenfolge spielt hier schon eine Rolle. Ja, wenn ich dann noch, ja, komplexere vielleicht nicht, aber wenn ich zumindest Bögen zeichnen möchte, dann habe ich die Funktion Image Arc zur Verfügung. Da muss man jetzt vielleicht sich vorher anschauen, wie die funktioniert. Erster Parameter ist wieder das Image. Der zweite Parameter ist CX, CY. Das ist der Mittelpunkt der Ellipse hier in dem Fall. Ja, wäre also quasi hier in der Mitte drinnen das XY-Koordinatenpaar quasi vom Ausgangspunkt der Ellipse, dann gebe ich Width und Height an, also quasi die Breite der Ellipse und die Höhe. Und da ist aber Vorsicht, das ist die gesamte Ellipsenbreite und Höhe, also nicht vom Mittelpunkt weg, sondern wirklich der gesamte Durchmesser, kann man da in dem Fall jetzt nicht sagen, aber eben wie gesagt, die gesamte Breite, die gesamte Höhe, das darf man nicht vergessen. Und dann brauche ich den Start- und den Endwinkel. Da muss ich mich entscheiden, wie sozusagen nur ein Kreissegment oder Ellipsensegment zeichnen oder das gesamte. 0 Grad ist übrigens da bei 3 Uhr immer definiert. Das heißt, wenn ich sozusagen als Startwinkel 0 Grad angebe, dann wäre das hier. Und wenn ich als Endwinkel dann 270 angebe, dann würde ich zum Beispiel so eine Dreiviertel-Ellipse hier zeichnen. Ja? Wenn ich als Startpunkt 180 angebe und als Endpunkt 270, dann kriege ich zum Beispiel nur das obere gelbe Segment zum Beispiel hier. Ja? Und C ist einfach wieder die Farbe. Also das heißt, so wird quasi werden Ellipsen und Kreise gezeichnet. Der Kreis ist ja nichts anderes wie eine Spezialform, wo die Breite und die Höhe identisch ist. Das kann man jetzt schön sehen. Ich mache jetzt drei verschiedene Segmente. Einmal mit Image Arc. Und zwar der Mittelpunkt ist bei 70, 50. Das heißt, ich gehe 70 runter, rüber, 50 runter. Das heißt, das wäre hier quasi. Und dann zeichne ich einen Bogen, mehr oder weniger. Also zuerst die Gesamtbreite ist 160, das heißt, das wäre 100 hinüber und 60 hinunter, also Breite und Höhe. Und ich zeichne ihn von 270 bis 0 Grad, damit kriege ich genau diesen kleinen Bogen in Gelb. Dann mache ich einen Field Arc. Mittelpunkt ist 150, 150, das ist genau die Mitte von dieser 300 mal 300 Pixel Grafik. 300 mal 100 soll die Größe sein, also 300 sieht man schon, wäre die gesamte Breite. 100 ist nur ein Drittel in der Höhe und von 180 bis 270 Grad quasi diese Seite zeichne ich. Und sobald ich fülle, muss ich neben der Farbe Cyan auch noch einen Füllstil angeben. Wie soll er denn füllen? Es gibt zum Beispiel Image ArcPy, das macht sozusagen nur dieses Segment, das gefüllt ist, und es gibt noch ein paar andere auch, dass er zum Beispiel Start- und Endpunkt genau verbindet, dann hätte ich da sozusagen eine Linie statt das gesamte Segment und. Da muss ich die Füllstile angeben, die ich hier brauche.
Und das dritte Beispiel, einen Kreis mit Mittelpunkt 220, 220, das wäre der hier. Die Höhe und Breite muss in dem Fall beim Kreis natürlich gleich sein, also 100 mal 100. Und der Winkel ist von 0 hier bis 360, also einmal rundum und dann mit ArcPy gefüllt, ergibt in dem Fall einen gefüllten Kreis. Das heißt, ich kann also mit ImageArc sowohl Ellipsen, Ellipsensegmente als auch ganze Kreise zeichnen, je nachdem, wie meine Parameter heute ausschauen. Ja, Linienstärke und Stile habe ich Ihnen noch vorenthalten. Ich habe eh nur gesagt, bis jetzt ist alles, was als Linie gezeichnet worden ist, mit einem Pixel gezeichnet worden. Mit Image Set Thickness kann ich das umgehen. Ja, das heißt, das setze ich und alles, was ab dann gezeichnet wird, bekommt genau diese Dicke. Also wenn ich hier sage, Image Set Thickness $Image 5, wird ab diesem Befehl alles in dem Image mit der Linienstärke 5 Pixel gezeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Image Rectangle von 1010 bis 110, 110 und Yellow, das ist das obere, dann sehen Sie, hat das nicht mehr ein Pixel breite Linien, sondern 5 Pixel. Und wenn ich jetzt später wieder was anderes brauche, muss ich Image Set Thickness wieder reduzieren, vielleicht auf 1 oder auf 10 oder sonst was umstellen. Das heißt, das ist wirklich sozusagen ab dieser Zeile gilt's und wenn ich es umsetzen will, muss ich es wieder neu definieren. Linienstile kann ich auch definieren. Dazu mache ich mir wirklich ein Array aus Farben. In dem Fall mit Yellow, 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 3 Pixel Gelb sozusagen und dann 3 Pixel Blau, Blue, Blue, Blue. Und mit ImageSetStyle kann ich jetzt dieses Array als Linienstil festlegen. Ja, da kann ich immer einen Linienstil gerade festlegen und definieren. Und wenn ich jetzt eine Linie zeichne mit ImageLine von 160, 160 hier bis 290, 290 hier, dann kann ich als Farbe, gebe jetzt nicht eine konkrete Farbe an, sondern die Konstante ImageColorStyled. Und die greift auf das zurück, auf diesen Stil zurück, der vorher mit ImageSetStyle gesetzt wurde und rendert das dann. Und dann sieht man, da kriege ich zum Beispiel diesen Stil mit diesem gelb-blauen, dieser gelb-blauen Linie, wo jede Farbe 3 Pixel einnimmt. Gut, das sind einmal im Prinzip alle Dinge zum Zeichnen von Grundprimitiven. Schauen wir uns jetzt noch Text an, was nicht ganz so uninteressant ist, weil man das doch öfter braucht. Wenn man es ganz billig und primitiv haben will, dann kann ich mit der GD-Library mit ihren eigenen Textfunktionen arbeiten. ImageChar, also für Character oder ImageString. Die ermöglichen nicht wahnsinnig viel. Ja, da kann ich nur sagen, Image Char, ich schreibe das Image, ich gebe eine Größe an, ich gebe eine Position an und ich gebe einen Stil an. Ja, A, B gibt es da zum Beispiel, Entschuldigung, nicht Stil, an Inhalt, Blödsinn. A oder B habe ich da geschrieben und die Größe 1 ist zum Beispiel so groß. Und dann nimmt er eine Standardschrift und fertig. Image Char Up gibt es auch, da würde es um 90 Grad drehen, wann auch immer man das braucht. Ja. Größe ist 2, 20, 20 ist die Position und der Text ist B. Image String erlaubt mir dann sozusagen einen ganzen String zu schreiben. Das waren nur einzelne Zeichen quasi. In der Größe 3, 50, 50, Hallo wäre dieses Wort. Und Image String Up erlaubt mir einen String quasi um 90 Grad gedreht. Größe 5 oder Stil 5 in dem Fall, glaube ich sogar, na, 5 ist die Größe, ja. 5 ist das Größte, was geht, also 1 bis 5, die habe ich und HM2 würde dann so ausschauen. Das heißt, diese Funktionen, ich verwende sie so selten, darum bin ich da nicht immer wahnsinnig sattelfest, die bieten überhaupt ganz, ganz wenig Möglichkeiten, darum verwendet sie in der Regel fast eh niemand. Wo könnte ich sie brauchen, wenn ich vielleicht schnell irgendwo einen Text einschreiben will, als Wasserzeichen oder so, irgendwas ganz schnell rechts unten, irgendwo was eine, okay. Aber sonst wird man normalerweise immer TrueType-Schriften verwenden, als ob ich es gewusst hätte, leider kein Comic Sans für den Schriftzug, ja, da habe ich hier quasi vorgesorgt und Comic Sans verwendet, also ich hoffe, jetzt sind alle zufrieden. Ich kann nämlich ganz einfach TrueType-Schriftarten verwenden, mit ImageTTF-Text kann ich jede beliebige TrueType-Schriftart einbinden, die ich irgendwo halt am Server zur Verfügung habe. Ich muss das Image angeben, ich muss die Schriftgröße angeben, ich muss einen Winkel angeben, die XY-Position, wo ich gerne den Text hätte, eine Farbe, dann die Schriftart und den Text, den ich setzen will. Puh, ein Haufen Parameter, aber es ist gar nicht so schlimm irgendwie. Ich lege mir also ein Bild an, lege mir eine weiße Farbe an und schreibe jetzt ImageTTF-Text ins Image, mit Schriftgröße 50,
45 Grad gedreht, an der Position 60-260 in Weiß, mit der Schriftart Comic TTF, schreibe ich zum Beispiel Helvetica. Ja? Hommage an Roland Keil, ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand sein T-Shirt. Ja? Wichtig ist, die Schriftart hier, Comic TTF, die muss am Webserver in diesem Fall im gleichen Verzeichnis liegen. Interessanterweise, warum ist das so geschrieben mit Punkt Slash? Punkt ist ja das aktuelle Verzeichnis. Diese Image-TTF-Funktion erwartet hier irgendwie an, also da kann man nicht einfach nur Comic-TTF schreiben. Entweder muss ich mit Punkt Slash schreiben oder ich muss einen absoluten Pfad einsetzen, sonst geht es nicht. Ja, das wird Ihnen auffallen, das ist ein bisschen ein Quirk von der Funktion, aber so funktioniert das prinzipiell. Ich kann auch einen absoluten Pfad zum Schriftfeil einsetzen, dann wird er es auch finden, aber sonst findet die Fontdatei nicht. Das ist eine ganz seltsame Sache. Ja. Prinzipiell, ich muss aufpassen, wie immer, ich sollte die Rechte an dieser Schrift haben. Moderne Webfonts à la WoW und WoW 2 gehen da leider nicht. Also das ist wirklich nur auf TrueType, aber dafür kann ich jeden beliebigen Text da hineinsetzen. Jetzt ist noch die, genau, Fanart zu Roland Keils Shirt, genau das war es gedacht. Ja. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ich schreibe da irgendwas, woher weiß ich dann denn, ob das überhaupt Platz hat? Ja. Was ist, wenn ich Helvetica da jetzt mit Schriftgröße 50, sondern mit Schriftgröße 200 geschrieben hätte, dann wäre wahrscheinlich sich gerade mal Helv oder Helve oder was ausgegangen und der Rest wäre drüber rausgestanden, beziehungsweise einfach abgeschnitten worden. Das heißt, es ist für mich unter Umständen schon wichtig, ausrechnen zu können, wie groß darf die Schriftart maximal sein, dass sich's ausgeht. Und dafür gibt es die Funktion Image-TTF-Box. Die kann ich, bevor ich Image-TTF-Text verwende, die würde ich hier vor der gelben Zeile aufrufen. Da gebe ich an, welche Schriftgröße, welcher Winkel, welche Schriftart und welcher Text. Und ich bekomme eine Box retour mit quasi Koordinaten für links oben und rechts unten und weiß, welches Ausmaß der Text annehmen wird. Damit kann ich sehr, sehr schön schauen, geht es aus oder geht es nicht aus. Ja? Und wenn die Box zu groß ist, ja, dann muss sie sich verkleinern. Das heißt, da kann ich mal halt vielleicht eine Schleife schreiben, eine While- oder Do-While-Schleife, die diese Image-TTF-Box setzt und so lange an der Schriftgröße zum Beispiel rumbastelt, bis ich eine Box rausbekomme, die von der Größe her klein genug ist, dass sie zum Beispiel in meine Schriften, in meine Grafikdatei reinpasst. Und wenn ich dann die Boxgröße habe, dann merke ich mir die Schriftgröße, die ich da verwendet habe, und die kann ich dann bei Image-TTF-Text zum Beispiel verwenden. Es wäre eine Möglichkeit, mit dem umzugehen, wenn ich eben nicht weiß, wie groß das Ganze ist. Gut. Jetzt haben wir die Sachen gehabt, die sich irgendwie mit dem Inhalt erzeugen beschäftigt haben. Und Sie sehen schon, das ist alles ziemlich basic und ziemlich crude, wird man hauptsächlich dann verwenden, wenn man eben, wie gesagt, irgendwelche Balkendiagramme oder Piecharts oder Fortschrittsbalken oder sowas machen will. Komplexere Dinge werden schneller mal ein bisschen mühsam, ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Ist vielleicht auch gar nicht mehr so der Haupteinsatzzweck von einer Grafikbibliothek, sondern der Haupteinsatzzweck ist, würde ich mal ganz frech sagen, hauptsächlich die Bildmanipulation. Also sprich, das Kopieren von Bildausschnitten, das Skalieren von Bildern etc. etc. Und zum Beispiel, wenn ich Bildausschnitte kopieren möchte, und das kann ich zum Beispiel, also das ist im Prinzip nichts anderes wie croppen, also sprich einen Teil entnehmen und wieder in ein anderes Bild zum Beispiel einfügen, ja, dann kann ich das zum Beispiel mit Image Copy machen. Ja. Da kann ich den Inhalt eines Bildes in ein zweites kopieren. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich mache das zweite Bild einfach kleiner, ich nehme aus dem ersten Bild einen Ausschnitt und kopiere in ein zweiteres, kleineres Bild, dann habe ich das Bild quasi gecroppt. Also der Workflow ist nicht das bestehende Bild zu sagen, und du, dein Canvas, so wie man es quasi von Bildbearbeitungstools kennt, dein Canvas wird jetzt bitte reduziert und alles, was außenrum ist, fällt weg, sondern ich müsste hier quasi aus dem großen Bild, hier Source Image in Rot dargestellt, einen Teil entnehmen und in ein kleineres Destination Image kopieren. Das Destination Image kann dann zum Beispiel genauso groß sein wie der entnommene Ausschnitt, dann hätte ich es entsprechend gecroppt. Das soll jetzt nur ein Beispiel darstellen, wie diese Funktion prinzipiell ausschaut. Ich habe hier diese ganzen Parameter. Parameter 1 ist der Handle aufs Destination Image, also aufs Zielbild. Parameter 1, 2 ist das Source Image. Ich finde es immer ein bisschen seltsam, dass das genau verdreht ist. Intuitiv hätte ich gesagt, zuerst Source Image, dann Destination, aber sie haben es genau verdreht. So ist es halt. Ja. Also sprich, das sind die zwei Bild-Handles. Dann kommen die Koordinaten,
Für den linken oberen Punkt, also quasi Destination X, Destination Y, dieser hier, und Source X, Source Y, dieser hier, und dann die Source Width und Source Height, also quasi Breite und Höhe aus der Quelle, die ich entnehmen möchte. Destination Width und Destination Height gibt es nicht, weil ich übernehme ja quasi den Ausschnitt 1 zu 1 in der Größe und füge ihn im Quellbild entsprechend hier wieder ein. Das heißt, wenn ich aus meinem Source-Bild angenommen, das ist 300 mal 300 Pixel groß und ich entnehme hier ein 100 mal 100 Pixel großes Teil heraus, dann könnte ich mein Destination-Image 100 mal 100 machen, dann füge ich es dort bei 0,0 ein und dann habe ich es quasi gecroppt. Dann habe ich einen Ausschnitt aus meinem Quellbild genommen und habe das Zielbild genauso groß wie den Ausschnitt gemacht und das speichere ich wieder ab und verwende weiter zum Beispiel. Ja, so wird das funktionieren. Beispiel, Ausschnitt kopieren. Nehmen wir die zwei Rechtecke, die wir vorher mit dem Image Rectangle gebaut haben, die haben so ausgeschaut. Ja. Und jetzt wollen wir da quasi wirklich einen Ausschnitt rauscroppen. Das heißt, Image 1 lege ich mir an mit Image Create True Color. Image 2 lege ich mir an mit Image Create True Color. Das erste hat 300 mal 300, das zweite hat 100 mal 100. Gelbe Farbe lege ich mir an. Jetzt zeichne ich diese zwei Rectangles ins Image 1 hinein. Das bei 10, 10, 110, 110, das da. Und von 70, 120 bis 280. 250, das sind dann D. Und jetzt möchte ich gerne einen Ausschnitt aus diesem Bild entnehmen. Das heißt, ich sage Image Copy, Zielbild ist Image 2, Quellbild ist Image 1. In den Zielkoordinaten nehme ich 0, 0, weil wir haben die auf 100 mal 100. Das heißt, da möchte ich ganz links oben anfangen. Bei den Quellkoordinaten möchte ich bitte bei 50, 50 anfangen. Das ist ungefähr hier, da in der Mitte, so ein bisschen von dem, nicht ganz in der Mitte, aber ziemlich da innerhalb des nicht ausgefüllten Rechtecks. Und rausnehmen möchte einen Ausschnitt, der genau 100 mal 100 groß ist. Das heißt, von hier weg 100 rüber, 100 runter, etc. Und das ist mein Image 2 dann. Das habe ich da hineingeschrieben. Und dieses Image 2 gebe ich mit Image PNG aus. Und danach sieht man schon, brauche ich Image Destroy zweimal. Jetzt zerstöre beide Ressourcen fürs erste Bild und fürs zweite. Und ausgeben tue ich das dann hier. Und dann sieht man, das wäre jetzt eben in dem Fall mein gecropptes Bild. Ich habe also 100 mal 100 Pixel entnommen, habe die in ein zweites PNG, also GD-Bild gegeben und das als PNG in dem Fall rausgerendert und dann bekomme ich genau diesen Ausschnitt. Und wie gesagt, solche Sachen, die sind durchaus, das ist durchaus was, was man am Server brauchen kann, dass man Sachen quasi rauscroppt. Zweite Geschichte, vielleicht sogar noch wichtiger als jetzt irgendwie Bildinhalte zu kopieren, ja, ist es, Bildinhalte zu skalieren. Ja, klassisches Beispiel, User lädt ein Bild hoch, ich will es aber in einer bestimmten Größe haben. Dann kann ich das mit Image Copy Resampled machen. Selbes Prinzip, ich entnehme aus dem Quellbild einen Ausschnitt und füge ihn ins Zielbild ein. Der einzige Unterschied ist, ich kann beim Einfügen ins Zielbild jetzt eine Skalierung vornehmen. Das heißt, die 100 mal 100 Pixel, die ich aus dem Quellbild übernehme, kann ich zum Beispiel als 50 mal 50 Pixel im Zielbild einfügen und damit skalieren, resamplen sozusagen. Das heißt, wiederum die Parameter Destination Image, Source Image, wiederum in dieser leicht verdrehten, aus meiner Sicht, Reihenfolge, ja. Dann Destination X, Destination Y, Zielpunkt, also linker oberer Punkt quasi im Zielbild, so, Source X, Source Y, linker oberer Punkt im Quellbild, dann Destination Width und Destination Height, Größe, also Höhe und Breite im Zielbild und Source Height, das ist auszubringen, Breite und Höhe aus dem Quellbild. Ja, und damit wird quasi ein Skalieren erzeugt. Und das sehen wir wieder in einem klassischen Beispiel. Wir machen wieder das, wir zeichnen die zwei Rechtecke wie gehabt, das ist das. Und jetzt mache ich ein Image Copy Resampled. Und zwar, das Image 2 ist wieder 100 mal 100 Pixel groß. Jetzt mache ich ein Image Copy Resampled. Und zwar nehme ich das gesamte Quellbild. Ich fange im Zielbild gehe ich auf 0,0 und im Quellbild gehe ich auch auf 0,0. Ja, also ich fange bei beiden Bildern links oben an. Und ich im Zielbild nehme ich 100 mal 100, ja, das ist die Größe vom Zielbild. Im Quellbild nehme ich Width und Height, das ist 300 mal 300. Damit entnehme ich aus dem Quellbild einen 300 mal 300 großen Ausschnitt und skaliere ihn auf einen 100 mal 100 großen Ausschnitt im Zielbild, speichere ihn ab oder beziehungsweise gebe ihn aus und dann sehe ich, ich habe das Bild, was vorher 300 mal 300 Pixel groß war, ist jetzt 100 mal 100 Pixel groß. Das heißt, jetzt habe ich eine klassische Bildskalierung gemacht. Ja.
Ja, prinzipiell, wie gesagt, ich kann einen Ausschnitt skalieren, aber Ausschnitt kann natürlich auch heißen gesamtes Bild, so wie es hier passiert ist. So würde ich zum Beispiel mit der GD hergehen und ein Bild auf eine bestimmte Größe komplett resizen. Ja, zum Abschluss noch zwei Dinge. Auch rotieren kann ich. Ich kann ein Bild drehen, wenn ich möchte. Hier wieder, ich lege mir das mit meinen Rectangles an und jetzt sage ich einfach Image Rotate, das Image um 45 Grad und dann muss ich noch einen dritten Parameter angeben und zwar, was mache ich denn mit der Farbe, oder mit dem Platz, der durchs Rotieren frei wird. Jetzt habe ich plötzlich ein 300x300 Pixel großes Bild um 45 Grad gedreht, dann kriege ich da natürlich quasi da bei den Ecken zusätzlichen Platz und ich muss ihm sagen, was soll er damit machen, in dem Fall mit welcher Farbe soll er es ausfüllen, in dem Fall mit Schwarz, dann merkt man es nicht. Man sieht aber zum Beispiel auch, dass dieses Bild, das vorher 300x300 war, durch die Drehung um 45 Grad einfach jetzt größer worden ist. Das hat jetzt 412x412 oder irgend sowas. Ja. Es ist einfach dadurch, dass ich es gedreht habe, größer worden, weil es ja quasi auf seine spitzen Kanten steht. Ja, das ist der große Unterschied, der da passiert ist. Das heißt, auch Bilder rotieren kann ich relativ einfach, aber ich kriege immer quasi ja, ein Bild mit parallel laufenden Kanten raus. Ich fülle nur sozusagen die neu entstehenden Freiflächen auch wieder entsprechend auf. Ja. Da muss man einfach ein bisschen sich dessen bewusst sein, dass bei der Bildrotation, dass sowas passiert. Und eine letzte Geschichte ist, wie gehe ich mit Transparenz um? Das ist natürlich auch so ein Thema, das habe ich bis jetzt komplett auslassen. Transparenz ist relativ einfach. Ich kann bestimmte Farben zum Beispiel als transparent definieren. Also ich mache mir zum Beispiel eine Farbe Rot, eine Farbe Weiß und eine Farbe Blau. Die Farbe Blau, die brauche ich vielleicht hier nicht, sondern die möchte ich nur als transparente Farbe dann weiterverwenden. Das heißt, da nehme ich sozusagen, ich definiere mir eine Wegwerffarbe und sage jetzt Image Color Transparent Blue. Das heißt, die Farbe Blau ist nicht mehr blau, sondern wird als die transparente Farbe mehr oder weniger angesehen. Und jetzt mache ich ein paar Dinge. Ich fülle mir ein rotes Rectangle, das ist das im Hintergrund. Ja. Und jetzt mache ich mir einen Linienstil. Die Thickness setze ich auf 50 Pixel zuerst schon mal. Und dann setze ich mir einen Stil, wo ich sage, weiß, 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 3 Pixel weiß und 3 Pixel transparent. Und damit ich jetzt die Transparenz bekomme, nehme ich Image Color Transparent. Das ist quasi die transparente Farbe. Das ist mein Linienstil und den setze ich jetzt. Und jetzt zeichne ich eine Linie von 0, 150 bis 300, 300. Sie ist in dem Fall 50 Pixel hoch, darum werden die Striche so hoch. Und sie hat diesen Linienstyle, weil ich eben Image Color Styled angegeben habe. Das heißt, 3 Pixel sind jetzt weiß, 3 Pixel sind transparent, 3 Pixel sind weiß und man sieht, entweder scheint es schwarz durch oder es scheint es rot durch. Kurze Anmerkung. Wer sich dieses Beispiel vielleicht in den von den Übungsbeispielen anschaut, der wird feststellen, dass es so ausschaut. Sekunde. Lass mal gerade das Beispiel schnappen. So. So. Dass es so ausschaut. Ja. Das ist jetzt ziemlich aufeskaliert, aber wurscht, Sie sehen, die Linien verlaufen nicht so schön parallel, sondern so zickzack. Das ist doch tatsächlich ein Bug in der GD-Library, der zwar scheinbar schon laut Bug-Tracker von der Library gefixt ist, aber offensichtlich seinen Weg noch nicht in die aktuellsten BRP-Distributionen gefunden hat. Das heißt, man kriegt da keine schönen parallelen Linien, sondern so Zickzack-Linien. Drum ist zum Beispiel der Screenshot auch, der ist aus einer wesentlich älteren Vorlesung von mir. Da hat es noch passt. Der aktuellen Versionen stimmt es nicht. Da bitte nicht irritieren lassen, da können Sie nichts dafür. Da müssen wir warten, bis irgendwann die GD-Library in PHP aktualisiert wird. Das passiert genau dann, wenn man vertikale Linien zeichnen will. Hat irgendwas, glaube ich, auch mit den transparenten Stilen noch zu tun, also mit den Linienstilen, besser gesagt, nicht mit der Transparenz, aber mit den Linienstilen. Und dann passiert sowas. Ja, da ist was da läuft im Prinzip auch nur eine Schleife drüber und setzt die Pixel und da passiert offensichtlich ein Offset, sodass man keine senkrechten Linien bekommen, sondern so einen lustigen Verlauf. Da bitte einfach nicht wundern. Okay, wir sind soweit am Ende angelangt. Das war ein kurzes Tutorial zum Thema Grafiken, zum Thema Datum und Zeit. Wir werden das im aktuellen Übungsbeispiel heute uns anschauen. Da werden wir einfach einen kleinen Image-Uploader bauen,
Der soll, man soll ein Bild hochladen können und dieses Bild soll mit einem Faktor skaliert werden. Das heißt, wir werden dieses Image, Entschuldigung, Image Copy Resampled brauchen, um das Bild zu skalieren. Und anhand von einem Faktor, den man einfach in einem Normformular eintipselt, kann ich das sozusagen gestalten. Wir werden auch Datum und Uhrzeit brauchen, weil wir werden den Timestamp dazu abspeichern. Damit haben wir die beiden Übungen relativ schön, also die beiden Inhalte relativ schön inkludiert und auch die Inhalte der letzten Vorlesung mit Composer werden wir brauchen. Weil es gab hier im Chat organisatorische Frage, wie wird es mit den Übungen ablaufen? Werden es weiter voraufgezeichnete Videos sein? Also wir werden das ja so lösen bei den Übungen. Ich habe es eh schon ein bisschen geschrieben im Chat. Ich habe jetzt einmal eine Serie von Tutorial-Videos ja online gestellt, damit Sie mal wissen, wie man überhaupt mit Git und GitHub arbeitet, weil das wird unser Arbeitsmodus werden. Wir werden die letzten vier Übungen eben mit diesem GitHub Classroom abwickeln. Es wird im Prinzip so ablaufen, Sie bekommen von mir rechtzeitig vorher einfach das Übungsbeispiel als GitHub Classroom-Link in den Kurs online gestellt. Sie quasi schreiben sich über GitHub Classroom in diese Übung ein, als Team, als Zweierteam. Sie müssen sich einfach als Team zusammenfinden. Falls noch nicht passiert, bitte einfach mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammensprechen, ein Team sozusagen bilden und sagen, hey, arbeiten wir zusammen, passt. Die erste Person, so wie im Tutorial-Video erklärt, legt das Team an, die zweite tritt bei. Dann bekommen Sie ein gemeinsames Repository vom GitHub Classroom mit der Aufgabenstellung schon drinnen und gegebenenfalls ein paar Starter-Files und dann arbeiten Sie gemeinsam an der Aufgabenstellung. Das heißt, wir werden keine Code-Along-Sessions mehr machen, sondern das ist jetzt der Advanced-Teil. Sie arbeiten quasi from scratch. Sie bekommen das Repository, Sie bekommen da drin die Aufgabenstellung und Sie beginnen bei Null. In den Übungen heute ab 13 Uhr werden wir, damit jeder einmal starten kann, natürlich, werden wir die ersten Schritte gemeinsam machen. Das heißt, wenn es noch Fragen, Probleme rund um diese GitHub-Geschichten gibt, dann zeige ich einfach nur mal diesen Prozess her. Da werde ich einfach meine Videos hernehmen, weil da ist relativ schön erklärt. Wir werden aber auch die ersten Schritte gemeinsam machen. Das heißt, sobald Sie das Repository haben, weil Sie sich quasi über GitHub Classroom angemeldet haben, wo der Startercode drinnen ist, dann werden wir gemeinsam einmal über Composer das Normformular uns erstellen lassen, bis jeder einmal eine lauffähige Applikation hat. Ja, das ist einmal Schritt Nummer 1. Und dann werden wir sehen, wie wir diese Image-Uploader-Komponente gemeinsam einbinden, dass die im Projekt inkludiert ist. Dann vielleicht bauen wir noch das Tutorial, Entschuldigung, das Template gemeinsam ein bisschen um, sodass jeder einmal weiß, wie er startet. Und dann sind Sie als Zweierteams gefordert, über die nächsten Wochen bis zur Abgabe hinweg diese Übung zu realisieren. Prinzipiell vom Zeitraum her, wir haben die Übungen jetzt quasi wieder im wöchentlichen Intervall, bis auf die jetzige, die Übung 6, da ist 2 Wochen Pause, weil ich wäre nächste Woche eigentlich auf einer Konferenz in Stuttgart gewesen, die ist natürlich abgesagt worden, aber die Eintaktung im Stundenplan haben wir nicht geändert, das heißt, nächste Woche ist weder Vorlesung noch Übung, da haben Sie einfach Zeit, das ist, glaube ich, für die erste Übung eh ganz gut, dass wir einfach eine Woche mehr Zeit haben. Das heißt, die nächste Übung 7 ist erst wieder in 2 Wochen und noch dazu habe ich mich entschlossen, die Übungen 3 Wochen, also die erste jetzt 3 Wochen, die nächsten dann 2 Wochen laufen zu lassen. Das heißt, wir werden es so machen, dass die Übungen sich überlappen. Sie haben also die Möglichkeit, wir werden die Übungen dazu nutzen heute, um die Aufgabenstellung durchzubesprechen, um die ersten Schritte gemeinsam zu machen, dann lasse ich sie mal werkeln. In 2 Wochen haben wir wieder Übung. Diese Übung können wir hernehmen, um einerseits quasi eine Art Feedback, Tutorium, was auch immer, zur bestehenden, laufenden, noch laufenden Übung zu machen und gleichzeitig gebe ich Ihnen auch schon wieder die Details zur nächsten Übung bekannt. Das heißt, wenn Sie noch Fragen zur alten Übung haben, können wir die noch klären, dann haben Sie immer noch eine Woche Zeit, um die fertig zu machen. Gleichzeitig geht die neue Übung schon los. Sie bekommen einmal da die Details von mir und können dann auch bei der schon weiterarbeiten. Wir werden die Übungen auch aufzeichnen, sodass Sie sich das auch immer wieder anschauen können. Das heißt, wenn Sie nur die alte Übung im Kopf haben und die neue noch nicht brauchen, dann schauen Sie sich das Video ein paar Tage später an, wenn die alte fertig ist und schauen Sie sich die Details quasi zur neuen Übung schon an und fertig. Ja. So wird das in etwa ablaufen. Das heißt, wir machen es ein bisschen überlappend, dann ist auch der Stress für Sie, glaube ich, ein bisschen weniger, weil Sie einfach ein bisschen Zeit haben. Nächste Woche, ich bin ja jetzt natürlich trotzdem da, können wir, wenn Sie wollen, auch
spontan oder auch gern zum geplanten Zeitpunkt natürlich auch so ein kurzes Tutorium unter Anführungszeichen mit mir einschieben. Wenn Sie ein paar Fragen haben oder so zur laufenden Übung, können wir auch natürlich nächste Woche die schon klären, weil wir jetzt den Luxus haben, dass eine Woche mehr ist. Das heißt, so werden die Übungen organisatorisch ablaufen. Im Endeffekt, Sie arbeiten in Zweierteams. Es geht jetzt darum, dass wir ein bisschen von dem Code-Along wegkommen und schon von Grund auf einmal eine Applikation gemeinsam im Zweierteam bauen. Dabei geht es wirklich darum, dass sie auch zusammenarbeiten. Da ist es auch durchaus okay, wenn einer ein bisschen mehr macht als der andere oder die eine mehr als der andere oder wie auch immer. Ja. Wichtig ist nur, es sollen beide mitarbeiten und es sollen beide verstehen, was da passiert. Es soll aber einfach auch den Druck ein bisschen außernehmen, dass jeder alles einzeln machen muss, sondern man kann sich durchaus auch auf den anderen verlassen. Ein Teil macht der, ein Teil macht der, man redet zusammen. Das ist die Idee des Pair-Programmings. Und wir werden das einfach probieren. Und dieser Workflow mit GitHub Classroom, der soll sie möglichst nah an sozusagen Real-World-Tools heranbringen. Ich würde aber sagen, das machen wir heute um 13 Uhr in der Übung noch ein bisschen genauer. Da treffen wir uns in MS Teams in unserem Übungskanal und besprechen die Dinge durch. Für die Vorlesung war es das heute. Nächste Woche ist nichts. Übernächste Woche haben wir dann die Vorlesung Nummer 9. Und da werden wir nochmal zum Thema XML zurückkommen und werden uns das Parsing und Writing anschauen. Also wie kann ich quasi XML-Dateien einlesen und auch wieder schreiben. Wie gesagt, JSON haben wir uns schon ein bisschen angeschaut, wie das geht. Das ist relativ straightforward, aber wir werden trotzdem XML als Datenverarbeitungs- oder als Datenformat uns auch nochmal anschauen und werden vor allem diese Parser-Thematik programmatisch durchnehmen. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, sehen wir uns heute ab 13 Uhr in der Übung. Da werden wir alles nochmal in Ruhe durchbesprechen für die aktuelle Aufgabenstellung. Bis dahin, Sie können, wenn Sie wollen, schon die Aufgabenstellung in GitHub Classroom annehmen. Bitte sprechen Sie sich schon ab wegen Zweierteams. Sie können auch gern diese Teams schon bilden. Das heißt, der erste legt das Team an, der zweite joint. Alles, was da schon ready ist, ist wunderbar. Wenn irgendwas passiert, dass wer im falschen Team ist oder so, ich kann das händisch korrigieren, dann bitte mir einfach über Teams Bescheid geben. Aber Sie können da schon ein bisschen vorarbeiten, dann können wir heute in der Übung ein bisschen prompter starten, einfach schon. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns am Nachmittag und ja, bis dann.